So, die übliche Frage ganz am Anfang, funktioniert das alles? Seht ihr mich? ja, wie immer dauert das leider noch ein Sekündchen, weil ich ja auch hier wieder auf die richtige Seite muss, so, damit ich auch sehe, was ihr hier so sagt. So, also, hallo, hier ist wieder der Daniel von Spurenteile. Willkommen, liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner. Ich habe heute ein leicht anderes Setting. Oh. Ja, mal ein bisschen hochscrollen. So, wir sind nämlich jetzt nicht an dem gewohnten Platz, sondern wir sind hier jetzt bei mir im Lager. So. Und es war nämlich gewünscht, dass wir vielleicht mal, dass ich euch zeige, wie das hier so aussieht bei mir im Lager. Also ihr kennt ja bestimmt die Fotos, das hier ist der Verkaufsraum. Und ja, so schaut das aus. Hinter mir, ich muss mich so bücken, weil das Notebook so niedrig steht. Hinter mir seht ihr die ganzen verschiedenen Ersatzteile, die hier in ihren jeweiligen Baureihen drin liegen. Da haben wir oben die ganzen kleineren Hersteller. Dann haben wir, ja, heute rede ich ziemlich bayerisch, fällt mir gerade auf. Muss ich ein bisschen einschränken, glaube ich. Dann haben wir Arnold, das ist alles schon in diesen Tabletts. Ich liebe ja diese Tabletts. Es ist ja das Ziel, dass wir alles in diese Tabletts umziehen, weil, muss ich aufs Kabel ein bisschen achten, weil das ist auch kurz. Und das ist jetzt ein leeres Tablett. So. Da sieht man immer dann sofort, was genau drin liegt. Und bei den Kartons, das stellen wir einfach da hin. Bei den Kartons, da haben wir immer diese kleinen braunen Tütchen drin, die ihr bestimmt kennt, wenn ihr schon mal bei uns bestellt habt. So sieht das Ersatzteilgedöns bei uns aus. Und warum die andere Kamera diese komische Einstellung hier hat, die ist da, das sage ich euch dann nämlich auch gleich, weil da seht ihr hier oben, das ist unser neuer Katalog. Also, was ist der neue? Es ist der erste Katalog. Und auf den bin ich sehr stolz. Der ist zwar relativ klein, klar, der muss klein sein, der muss in unsere Pakete passen. Aber da haben wir einen wunderschönen Auszug mit all unseren Zubehörteilen. Also hier sehen wir jetzt gerade unser Exklusivprodukt, unsere Eigenmarke. Da stellen wir mal den Rollenprüfstand vor, was es alles so gibt. Den gibt es jetzt, wenn ihr bestellt, einfach immer im Paket dabei. Und wenn ihr den einfach nur so haben wollt, habe ich heute kalkuliert, könnt ihr den so bestellen für einen symbolischen Cent und die Versandkosten müssen halt dazu berechnet werden. Das sind 1,65 Euro, ich glaube, ja, 1,65 Euro. Aber wenn ihr sowieso bestellt, dann kriegt ihr den ohnehin. Das ist nur für die Leute, die halt hier die Klolektüre ohne eine Bestellung haben möchten. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen hoch, dann seht ihr zwar ein bisschen mehr die Decke. Ah! Aber dann muss ich nicht so extrem mich verbeugen vor euch, wobei ich natürlich mich gerne vor euch verbeuge. So, und es geht heute wieder mal live. Wir werden weiter basteln an unserem Aussteller. Ich habe ein bisschen weiter gebastelt, weil ich einfach diese ganzen Leimtrocknungsgeschichten, sowas, das braucht ihr nicht der Farbe beim Trocknen zuschauen. Dann haben wir heute, möchte ich euch mal kurz was von Yellow Dwarf vorstellen. Das ist diese ganze Geschichte hier. Da werden wir einfach uns mal einem Brunnen widmen. Warum die Tassen da sind? Einfach, weil das eine gute Stützstruktur ist. Und weil eine neue Lieferung gekommen ist. Und ich mag die Tassen ja gerne. Die hätte ich nie gedacht, dass die mal ausverkauft sind. Ich trinke auch gerade aus einer. Das war ja mehr so ein Gag, dass wir die in den Shop eingelistet haben. Hm. Aber das kam extrem gut bei euch an. Und warum wir jetzt auch noch hier sind, weil jetzt einfach so ist ja jetzt nicht besonders spannend hier. Ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, weil das eben ein Wunsch war. Grüße an Philipp. Dass ihr mal seht, wie das hier so aussieht für die, die nicht zu uns kommen können. Wobei aktuell kann ja eh niemand zu uns kommen. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht zu sehr wackelt. Machen wir mal die Kamera. So, jetzt habe ich den Yellow Dwarf umgeschmissen. Jetzt seht ihr vor allem mich. Da seht ihr jetzt hier wieder die ganzen Ersatzteile. Ich muss immer auf den Bildschirm gucken, deswegen nicht erschrecken. Ganz schön nah. Ich drehe das mal um. So. Also, da seht ihr jetzt mal, wie das hier bei uns so aussieht. Wir haben hier unsere ganzen... jetzt hat das Kabel einen Knoten. Ah, das kriegen wir auch hin. Unsere ganzen Ersatzteile, wie gesagt, im Tablett oder in der Holzschachtel. Da unten, da liegen die Lokliegen, schön eingepackt.
Da sind unsere Exklusivprodukte, die noch nicht verpackt sind. Schneller Schwenk. Und wieder die Kabel. Ich habe jetzt ein Mikrofon bestellt, was ein bisschen besser ist. Das hier sind die universellen Teile. Da haben nämlich schon mal viele gefragt, was ist denn dieses... Warum haben denn manche Artikel diese Artikelnummer U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Das sind eben Sachen, die bei mehreren Baureihen passen. Ich habe mal hier, das sind die A0-Drahtsätze. Das gegriffen. Hier seht ihr, was es von Yellow Dwarf sonst noch so gibt. Es ist tatsächlich leider nicht so aufgeräumt, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe so viele Lieferungen bekommen. Da stehen noch Kartonagen drum. Aber das soll uns ja jetzt nicht stören. Dann haben wir hier Leerverpackungen. Dieser ganze Bereich ist tatsächlich voll mit Leerverpackungen. Ihr seht da neben meinem Schlüssel Leerverpackungen, die noch einsortiert werden müssen. Und dann haben wir hier... Jetzt ist mir tatsächlich das Kabel doch zu kurz. Naja, ich hoffe, ihr hört mich noch. Da haben wir hier unsere ganzen Kabel von Schönwitz. Da ist alles, was so von Mikrowelten existiert. Hier unten ganz neu jetzt wieder SR24, auch in der Literflasche. Das sind Waggonteile. Da haben wir so Klemmen, die sind heute erst neu gekommen. Die. Jetzt ist mir der Ton runtergefallen. Aber ihr wisst ja, wie so Klemmen funktionieren. Wie gesagt, ich habe ein gutes neues Mikro bestellt. Und das wird dann hoffentlich deutlich besser für die zukünftigen Live-Geschichten, weil ich nämlich glaube, dass wir hier nicht so schnell wieder öffnen dürfen, weil ihr seht schon, es ist alles recht klein, wer schon mal hier war. Der Verkaufsraum sind einfach nur 25 Quadratmeter. Und das heißt ja, eine Person pro 20 Quadratmeter. Und deswegen kann ich jetzt hier einfach nicht öffnen. Jetzt mache ich das mal runter, dann seht ihr nicht die ganze Zeit das doofe Gewackel von mir. Sondern ich muss halt ja jetzt hoffen, dass ich... dass diese Maßnahmen wieder ein bisschen mehr gelockert werden, dass ich hier ein bisschen mehr wieder öffnen kann. Jetzt gehe ich mal mit dem, jetzt ist die Kamera ist ja vom Notebook, das wackelt dann hoffentlich nicht ganz so sehr, nehme ich euch mal hier so mit. So, also, ich weiß zwar nicht, ob es wirklich jemanden interessiert, aber es war ein Wunsch. Da haben wir unsere ganzen Farben, es sind relativ wenig Farben, aber, das habe ich ja schon im letzten Live-Video erklärt, das ist geht ziemlich ins Geld, wenn man sich da die komplette Farbrange hinstellt. Aber ihr könnt ja natürlich jederzeit sagen, welche Farbe ihr wollt. Dann kann ich die einfach für euch bestellen. Das ist gar kein Problem. So, jetzt stelle ich euch mal hier hin. Hier haben wir unseren wunderschönen Drehständer da. Spurenteile, Entram von Petegem. Da unten, das seht ihr jetzt, glaube ich, nicht. Das sind unsere ganzen Thumbs-Boxen. Also wir haben ja jetzt auch diese ganzen Lichtsteuerungen von Thumbs im Sortiment. Und hier ist Kuppelstangen von NME, da das Hookbar-Geschicht-Gedöns. Da werde ich heute auch was verbauen. Diese Noch-Geschichten, die ihr hier nicht seht, dann erwähne ich sie gar nicht. Das sind nur Sachen, die ich aus einer Geschäftsauflösung habe. Die sind nicht regulär im Sortiment. Also da, ihr kennt ja alle den Online-Shop, ihr könnt euch da ja ein bisschen durchklicken, dann seht ihr ja, was wir alles haben. Dann kommen wir an unsere Wand, da haben wir natürlich das Spur-N-Juweler-Vollsortiment. Hier sind jetzt die Ampeln und die ganzen Oberleitungen von N-Train, die habe ich ja auch mal in einem Video ganz ausführlich vorgestellt. Und seit neuestem sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, die Grasfasern von K-Modell. Und da unten steht auch noch, jetzt sei die mir fast runtergefallen, da das Turf von RTS. Also ich werde jetzt das Turf, das läuft erstaunlich gut, da sind ein paar Farben gerade ausverkauft, aber ich habe schon nachbestellt. Und dann haben wir natürlich auch unser Werkzeug und dann seht ihr mal hier, das ist unser Aussteller. Also wenn ihr hier reinkommt, dann könnt ihr da die fertigen Dororamen oder die anderen Aussteller und auch den Aussteller, den wir heute bauen, bewundern. Genau, und da hängen dann noch ein paar Bilder von Kerstin und Dore und mir. Und dann geht es auch schon ins Büro. So, das Büro sieht natürlich nicht so schön aus wie das, wo normal die Kunden hinkommen. Da haben wir hier Kartonagenberge. Es liegt aber einfach daran, dass ich keine eigene Tonne habe. Ich kriege keine. Und da ist mein Schreibtisch. Ja. Ah, so. Den sieht man ausnahmsweise mal ein bisschen und da hinten werden die Sachen fotografiert. Und gestern sind mir zwei Bilder runtergefallen. Nicht so schön. Aber jetzt kommen wir mal hier zu meinem eigentlichen Platz. Dann richte ich das jetzt wieder so ein, dass ihr das auch wieder habt wie gehabt.
So, als erstes braucht das gute Notebook Strom, weil das ist ja schon älter. Dann haben wir wieder unsere Kamera für oben. Machen wir gleich wieder an. So, jetzt seht ihr kurz meinen Bauch. So, dann können wir die nämlich auch wieder anschalten. Oh, wenn sie jetzt auch noch... Na komm. Na, jetzt ist sie ein bisschen leider gedreht. Aber dann machen wir das halt jetzt einfach. Drehen wir die einfach einmal. Das da brauchen wir nicht. So, da müsst ihr jetzt leider durch. Aber wenn man einmal hier durchs Lager gehen will, muss man die Technik erst im Live-Betrieb einrichten. Jetzt kann ich nämlich auch endlich das auf den zweiten Bildschirm rüber tun. Und jetzt kann ich nämlich sehen, was ihr geschrieben habt. Servus. Hallo, hallo, Daniela. Das ist aber nicht nett, Philipp. Und jetzt haben wir hier, das ist jetzt ein bisschen zu verschwubbelt und schief und krumm. Ja. Naja, ein bisschen muss noch. Haben wir hier mal jetzt von oben eine kleine Übersicht. Ach, jetzt ist da das Bild auch schief. Ja, sag mal, dann transformieren wir das auch noch in Uhrzeigersinn. So, was heute so ansteht. Also, wir haben ja hier unser Aussteller. Da seht ihr, ich habe ein bisschen weitergemacht. Ja, der Philipp kennt anscheinend mehr Danielas als Daniels. Ach ja, und auch hallo an Roland, Micha und Spuren Digital, Stefans Modelleisenbahn und Modus Moba. Ja, alle begrüßen hier. Oh, scheiße. Entschuldigung. Darf ich nicht sagen, glaube ich. Muss ich rausschneiden. Geht nicht, ist live. Wir haben unser Diorama, unseren Aussteller, was wir weiterbauen. Dann haben wir noch eine Ankündigung zum Dororama. Dann basteln wir heute den Yellow Dwarf Brunnen. Und dann mache ich noch was ganz anderes. Das habe ich jetzt wohl vergessen hinzustellen. Nicht Schussel. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wahrscheinlich schon. Ich habe ziemlich viel Neuware, Ersatzteile von Fleischmann im Angebot. Und die kommt aus Heilsbronn. Und jetzt ist der Kühlschrank angegangen. Ich hoffe, ihr hört den nicht zu krass. Da sieht man dieses typische Fleischmann-Problem. Also wir haben hier Fahrgestelle und da muss man richtig drücken, dass die laufen. Also die so zu verkaufen, obwohl das Neuware ist, die lag halt jetzt da ewig rum. Wäre das ziemlich fies, wenn ich die jetzt so verkaufe. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit Verharzungen und wie man sie lösen kann. Weil dieses Fahrgestell, das ist so fest, da habe ich echt keine Chance, irgendwie nach vorne oder nach hinten zu kommen. Da ich weiß ehrlich nicht, was Fleischmann da für ein, wahrscheinlich ein Harz, keine Ahnung, oder ein Klebstoff genommen hat. So, und jetzt weiß ich nämlich auch, was ich vergessen habe. Und zwar sollte hier SR24 drin sein, aber wie ihr seht, ist das leer. Deswegen muss ich euch kurz weglegen und hol mal schnell mein SR24. Und Servus PM15. Ich fülle mir das nämlich immer extra um in, seht ihr, ganz normal, in so eine kleine Tupperdose. Da müsst ihr bloß aufpassen, weil mit der Zeit die Dämpfe die Gummis ausleiern. Wenn man dann den Deckel runter tut und eine halbe Stunde irgendwo hinlegt, dann zieht sich da der Gummi wieder ganz normal zusammen. Aber wenn ihr das nach einer Zeit geschlossen hattet und dann wieder aufmacht, dann... Ja, ist der Gummi irgendwie lose und draußen. Aber das passiert jetzt auf die Schnelle ja nicht. Ach ja, aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das passiert. Ja, so geht es ein bisschen besser. Gut, dass ich die Literflasche habe. Jetzt brauche ich einen Lappen. Lappen! Naja, so ist das halt. Wenn der Daniel das nicht vorbereitet, dann muss er wieder pushen. Aber das kennt ihr vom letzten Mal auch schon. Jetzt muss ich hole mal kurz Zeba.
So. Servus, en route. Der Patrick. Also, jetzt machen wir das auch sauber, weil das bappt sonst so. Also der Großteil verflüchtigt sich. Aber warum ich das jetzt umgefüllt habe, ist recht einfach, weil man kann das ja immer und immer und immer wieder verwenden, dieses SR24. Wichtig ist, das macht die Haut ganz trocken. Also das ist, wenn ihr eine empfindliche Haut habt, dann Einweghandschuhe oder Küchenhandschuhe benutzen, je nachdem, was für Handschuhe halt gerade verfügbar sind. Und ich habe immer noch keine Lösung gefunden für das Wackeln der Kamera, sehe ich gerade. Aber da müsst ihr jetzt auch leider durch. Und was ich mache, um diese Verharzungen zu lösen, ist jetzt einfach mal plopp, schmeißen wir mal die zwei Fahrgestelle rein. Es kann sein, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, dass das den Lack löst. Und dass ihr dann metallische Stellen einfach habt. Also das Rote, dass der Lack abgeht. Was ich nicht machen würde, oder ist da jetzt ein ganzes Gehäuse reinlegen. Das ist jetzt wirklich nur gezielt, damit ich da diese Verharzungen draus entfernen kann, damit das wieder einigermaßen rollt. Danach muss das natürlich, also so muss es dann nicht zerlegt werden. Und warum es da drin ist, weil selbst wenn da jetzt dann sich Schmutz absetzt, dann setzt der sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ab. Und ihr könnt den entweder als Film oben abziehen oder wenn das ganz lange steht und ihr nichts damit gemacht habt, dann ist der wirklich als Bodenbelag drin. Und ihr könnt dieses SR24 immer und immer und immer wieder benutzen, bis es halt wirklich nur noch eine braune Brühe ist. Aber bis es da so weit kommt, das dauert ein Stück. So, das wäre natürlich idealer, wenn man das jetzt schon mal ein bisschen nochmal drehen könnte. Aber ihr habt ja gesehen, das geht leider nicht. Deswegen machen wir das jetzt hier so. Also das funktioniert natürlich auch in anderen Maßstäben. Jetzt haben wir es mal eine Runde ein bisschen kurz einweichen lassen. Warum, warum, warum? Es ist eben nicht nur ein Dampföl. Jetzt mache ich mir das auch gleich zu, weil ich kenne mich ja. Sonst verkleckere ich das nur. So, möglichst wenig berühren, weil meine Fingerchen sonst ganz, ganz trocken werden. Jetzt räumen wir mal den ganzen Schmarrn da weg. Und was hier schon vorbereitet ist, das habe ich nämlich vorbereitet. Wie durch ein Wunder habe ich an irgendwas gedacht. Und zwar, das kennt ihr alle, das ist ein Ultraschallreinigungsgerät. Und so wie das jetzt ist, ich tupfe das ganz leicht ab, weil sonst habe ich hier ratzfatz einfach nur einen Ölfilm drauf. Und jetzt schmeiße ich das rein. Bei einem Ultraschallgerät ist es ja in der Regel so, dass die zu reinigende Seite tendenziell nach oben das schauen soll. Wir müssen aber hier eh alles reinigen. Ah, jetzt komm her. Dennoch drehe ich jetzt mal das Fahrwerk, so dass die Zahnrädchen... Ja, jetzt lassen wir es einfach mal so. Und dann darf das einfach mal eine Runde fahren, wenn man es denn eingeschaltet hat. Ja. Achso, und wenn man es eingesteckt hat vor allem, geh. Jetzt wackelt die Kamera bestimmt ganz katastrophal. Wenn der Daniel mit der Steckdosenleiste kämpft, dann stecken wir halt mal den Trafo aus, den brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt lasse ich es mal auf. Ich hoffe, das Geräusch ist nicht zu eklig. Und man sieht ein bisschen, ja, das Licht ist ein bisschen... Aber ihr seht, da kommt einiges an Plörre raus. Also mit diesen handelsüblichen Mini-Ultraschallreinigern geht das ja eigentlich ohne Probleme. Besonders schön ist jetzt das Bild im Bild unten rechts, wie ich das halte. Und das macht man dann. Dumpidumpidum. Wichtig ist, da kommen wir auch gleich dazu, wenn ihr das Zeug dann gereinigt habt. Ich mache jetzt die Hände mal wieder runter, weil jetzt sieht man ja eh nichts mehr, weil es dann plörrig ist. Dass ihr das auch schnell wieder abtrocknet. Also gerade die Metallteile. In der Regel rosten die nicht. Aber schön finden die das jetzt auch nicht. Ich habe euch das ja auch schon mal in einem Video gezeigt, von Motorreinigung, das war eines der allerersten Videos. Genau, also das fährt halt jetzt einfach eine Runde mit. Ich mach's mal zu, dann ist es ein bisschen leise. Was kostet eine Flasche SR24? Die Literflasche, glaube ich, kostet um die 15 Euro, weiß ich nicht auswendig. Muss mal im Shop schauen, die kleinen sind ein bisschen günstiger, natürlich. Also auf den Liter... Die Literflasche geht tatsächlich extrem gut, muss ich sagen. Ich hatte ja die erst jetzt seit kurzem im Sortiment. So viele Literflaschen, wie ihr bestellt,
normalerweise hält das Zeug ja ewig. War auch einer der Facebook-Kommentare, dass das ja schön ist, dass wir das jetzt im Sortiment haben. Aber er hat eine Flasche von 1900 Schlag mich tot gekauft und die hält immer noch ohne Probleme. Ist übrigens auch ganz super, wenn ihr Verpackungen habt und da sind noch Preiswappen drauf und ihr möchtet die loswerden, weil das greift den Kunststoff eben nicht an und ihr kriegt diese Preiswappen-Klebelreste wunderbar perfekt davon los. So, ich breche das jetzt mal kurz hier ab. Das sollte in der Regel auch schon ein bisschen gereicht haben. Uiuiui. Ich habe zwar die Kopfhörer drin, aber trotzdem dieses Geräusch ist irgendwie eklig. So. Dann schauen wir mal, ob sich da schon was getan hat. Wenn es so richtig dreckig ist, dann seht ihr das. Ich weiß nicht, ob das wirklich hier sichtbar ist. Da ist dann so ein richtig weißer Schlons, der sich da löst. Also dieses ganz weiße Bäh. Aber das hat auch tatsächlich noch nicht wirklich viel gebracht. Schauen wir mal, ob das wenigstens ein bisschen leichter. Ja, das läuft deutlich leichter. Ja, da sind wir jetzt wirklich im fast schon so wie es sein soll normalen Bereich. Warum das sich jetzt gar nicht gelöst hat, liegt wahrscheinlich auch. Also der ist ja die hintere Achse. Das ist komplett weiß. Das darf jetzt einfach nochmal eine Runde fahren. Ich stelle das mal auf die Seite. Wie gesagt, ich hoffe, der Ton ist nicht zu eklig. Ich höre ihn ja nur durch die Kopfhörer durch. Und jetzt wird das ordentlich abgetupft. Hier sieht man auch, da war es gar nicht so schlimm. Da ist jetzt gar nicht so viel weißer Schlons. Also die gelösten Harze, Fette, Öle, was auch immer das ist. Wir sind auch tatsächlich jetzt bei dem gut durchgekommen, ohne irgendwelche Lackverluste. Also wie gesagt, es kann sein, dass sich der Lack dann löst vom Metall vor allem, aber das sieht aus wie vorher, sieht aus, wie es aussehen soll. Und damit das Ganze dann nicht rostet oder so, also, oder sich irgendwie ein Film bildet, würde ich das entweder auf die warme Heizung legen oder ihr föhnt es, ganz klassisch. Also da kann auch die Frau nichts dagegen sagen, wenn ihr das föhnt. Weil ist ja keine direkte, ist eine praktisch kontaktlose Reinigung. So ist das ganz angenehm. Dieses SR24 ist natürlich auch ein Dampföl. Aber das kennt ihr ja eh alles schon. Ich habe hier tatsächlich auch eine BA18 NUM liegen mit Dampfgenerator, die auch funktioniert. Die ist sogar digital und digital Steuerreinigung. Und es ist auf gar keinen Fall ein Schmieröl. Muss man immer wieder sagen, bitte nicht als Schmieröl benutzen. Das funktioniert einfach nicht. So, die Doro, was surrt denn da so laut im Hintergrund? Ja, Doro, wenn du so spät einschaltest, dann ist das klar, dass du das nicht weißt. Das ist der Ultraschallreiniger, weil wir ja gerade hier was gereinigt haben. Na, reinigen? Kleine Anspielung. Ich hatte mal einen Kunden, mit dem habe ich telefoniert und der hat dann gemeint, weil ich gemeint habe, die Fenster müssten geputzt werden. Dann hat er gesagt, ja, die Doro muss mal die Fenster putzen. Das ist ganz wichtig, dass die Doro das tut. Ja. Und dann ist Bremsenreiniger doch nicht so gut zum Reinigen, wenn Blechteile angeht. Ja, ich habe tatsächlich noch nie selber mit Bremsenreiniger gereinigt. Ich mache das mit dem SR24. Das funktioniert meiner Meinung nach einwandfrei. Apropos einwandfrei, ich mache mal dieses Licht aus, dann habe ich vielleicht nicht so einen Glorienschein. Naja, es ist immer noch ein bisschen vernebelt. Aber wir können ja nochmal das Licht ein bisschen runterdrehen, vielleicht wirkt es dann irgendwie natürlicher. Jetzt sieht es eher aus wie so ein Kellerkabuff. Kriegen wir auch hin. So, jetzt lassen wir das mal wieder aushören mit dem Surren. Ja, der Daniel reinigt die Fenster. Die Doro. Ja, aber wenn die Doro schon im Chat ist, ich wollte sie eigentlich gerne heute auch wieder in die Live-Show mit einbinden. Ja, Saprolotta Siegmüller, was ist denn da passiert? Also ihr seht, die Verschmutzung ist hier extrem, die Verharzung. Da komme ich überhaupt nicht gegen an. Das ist natürlich jetzt ein blödes Negativbeispiel, dass ich hier überhaupt nicht
Das ist so großartig. Ihr seht die Verbesserung von hier ganz deutlich. Aber dass sich das überhaupt nicht rührt, vielleicht ist da nochmal irgendwas ganz anderes im Argen. Wobei ein bisschen lassen sich jetzt wenigstens die Achsen hin und her schieben. Ja. So. Ja. Also, ganz. Ach. Juhu, ich habe eine Bewegung reingekommen. Ah, ja, jetzt. Da war irgendwo wahrscheinlich ein richtiger Pfropfen. Und jetzt dreht sich's wenigstens. Also. Aber nichtsdestotrotz wird das nochmal, bevor ich sowas verkaufen kann, eine Runde mitfahren müssen. Weil das bringt ja nichts, wenn man das Ersatzteil kauft und dann ist es nicht einsatzfähig. Aber das brauchen wir ja jetzt nicht machen. Oh, ich glaube, ich habe einen Puffer beim Abtupfen davon gerissen, aber den setze ich einfach wieder dran. Man merkt auch jetzt schon, ich habe es ja eigentlich nicht viel angefasst, aber die Finger werden schon so ein bisschen, ja, nicht so schön. Nun gut, aber so, jetzt wollte ich eigentlich, Doro wollte ich eigentlich erwähnen. Und zwar haben wir ja unser Dororama, unser Yeehaw-Rama, das kennt ihr ja noch. Und zwar konnten wir das ja Corona-bedingt nicht fertig bauen. Ihr seht hier die Figuren von Trafofuchs und einen Totenpfahl und es ist im Prinzip, steht ja schon alles, aber es fehlt ja noch irgendwie das Leben. Die Squaw ist umgefallen. Was macht denn die Squaw da? Die Geschichte werden wir live fertig bauen. Also Doro wird jetzt aufgrund der Corona-Lockerungen, darf sie ja wieder nach München kommen, beziehungsweise ohne schlechtes Gewissen nach München kommen. Wir werden den Mindestabstand natürlich einhalten. Und sie wird am 24., jetzt habe ich es glatt vergessen, der Sonntag ist das der 24., da muss ich jetzt kurz in den Kalender schauen, nicht, dass ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Ja, ist der 24. Also am Sonntag, den 24. Mai, dick im roten Kalender, rot im dicken Kalender, dick rot im Kalender markieren, da wird Doro um 15 Uhr hier bei uns auf YouTube live gehen und wird das Dororama fertig bauen. Also mit unseren kleinen Kakteen, da sitzen ja schon ein paar, ja, die sind wirklich putzig. Die habe ich auch vergessen gehabt, ins Sortiment aufzunehmen, obwohl sie ja hier auf Lager sind. Und gestern hat mich dann ein Kunde daran erinnert, der nämlich zufällig auch gerade ein Western-Diorama baut. Der hat damit schon angefangen, bevor wir dieses Dororama gemacht haben. Und der wollte dann auch das Doktorhaus, das hatte ich auch ganz vergessen einzulisten. Naja, und das liegt hier auf Lager. Totes Kapital. Und sieht schon sehr klasse aus. Nee, das sieht klasse aus, sagt der Herbert. Dankeschön, Herbert. Ich werde es an Doro weitergeben, beziehungsweise sie wird ja wahrscheinlich eh gerade noch zugucken. Genau, also, 24. Mai, 15 Uhr, hier YouTube-Kanal live Doro bastelt. Da ist dann auch hoffentlich das gescheite Mikrofon endlich da. Und nicht hier mein Kopfhörergedöns, weil das ist halt einfach wirklich störend. So, jetzt tun wir das mal wieder weg. Und was machen wir denn als nächstes? Ach ja, was ich noch zeigen wollte. Das ist jetzt doof mit den Fingern. Weil ich wollte das machen, bevor ich jetzt anfange hier zu basteln und bevor hier alles vollgesaut ist. Ich wollte euch zeigen, was heute gekommen ist. Und zwar hole ich mir dafür mal die Lockliege. Und jetzt muss ich euch wieder wegtun. Ihr wisst ja, die doofen Kopfhörer. Schluck Kaffee zwischendurch muss sein. Ist zwar schon spät, aber ich soll euch ja nicht hier wegschlafen. So, das Ultraschallreinigungsgerät mal runtergestellt, bevor ich es aus Versehen runterfetze. Und da wisst ihr ja, dass wir von ASM und NME Sachen im Sortiment haben. Und da sind nämlich heute diese neuen norwegischen Modelle gekommen. Ich werde sie jetzt bewusst nicht aus der Verpackung rausnehmen, weil das mit meinem Fingerchen, mit dem Resten vom Öl jetzt nicht so schön sein könnte. Aber die sind wirklich es ist was ganz Spezielles, muss man schon sagen. Für Liebhaber oder norwegische Kunden, haben wir ja auch ein paar,
wirklich einwandfrei. Die Rollen super leicht, die Abstände sind kurz und die Bedruckung ist wirklich fantastisch. Sind auch schon vorbereitet für Innenbeleuchtung. Ja, wenn ich jetzt Handschuhe hätte, also eigentlich geht davon nichts ab, deswegen bin ich jetzt mal so frei. Die haben hier auch geteilte Achsen. Ihr seht das, ja, so ein bisschen wie Kato halt. Von der Technik her, die sind vorbereitet für Innenbeleuchtung. Die haben keine Innenbeleuchtung drin, haben aber eine sehr ausdetaillierte Inneneinrichtung, die kann man halt jetzt leider nicht sehen. Ansonsten sind die wirklich extrem fein gearbeitet, haben natürlich ihren Preis, aber ihr kriegt halt dafür keinen Scheiß. Also ihr kriegt hier keine B-Ware, sondern das hat wirklich auch nochmal eine Qualitätsprüfung. So. Auf die habe ich mich sehr gefreut, dass die heute gekommen sind. Das fand ich wirklich sehr schön. Das sind sehr schöne Modelle, passen nicht in mein Sammelgebiet. Aber vielleicht ja für den einen oder anderen von euch. So, und jetzt, die gibt's in verschiedenen Ausführungen, also mit verschiedenen Zugzielen, mit verschiedenen Designs. Die stelle ich aber auch nochmal ausführlicher in einem extra Video vor. Bloß jetzt, ich wollte sie kurz zeigen, weil ich sie so schön finde. Jetzt machen wir doch mal weiter bei unserem Aussteller. So, ihr seht, ich habe hier schon eine echt wüste Konstruktion gebaut. Ich gebe es jetzt mal hier hoch. Wow, also, wir haben hier unsere drei Stufen. Da unten kommt der beleuchtete Waggon drin, wer das letzte Mal nicht dabei war. Wir haben angefangen, so einen Aussteller fürs Rollmaterial zu bauen. Einfach so ein bisschen wie ich schottere, wie ich die Sachen vorbehandle und so weiter und so fort. Und da machen wir jetzt weiter. Ihr seht, ich habe die zweite Stufe auch schon geschottert. Die ist allerdings nicht ganz trocken. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz, was wir jetzt heute machen, ist, dass wir hier unten mal die Szenerie fertig ausgestalten. Ihr seht auch hier den Aufbau. Ich habe jetzt hier auf eine weitere Stufe verzichtet tatsächlich. Da kommt dann einfach nur. Achso, das müsste ich wieder von oben zeigen, dass man auch wirklich sieht, wo ich drauf rumfuchtel. So. Oh nein, das Trafohaus. Hier kommt einfach nochmal eine Platte quer drüber, weil sonst wird das Ganze zu hoch. Und da stehen dann die Waggons leicht schräg auf den Gleisen. Es soll ja nicht zu realistisch, es ist ja keine realistische Geschichte hier, sondern es ist ja vor allem ein Aussteller, der die Waggons präsentieren soll, aber in einer schönen Umgebung. Das Ganze ist ja so gemacht, dass wir unten unsere Grundplatte haben und oben haben wir hier unseren Aufsatz. Es wird auch wirklich nicht miteinander verklebt, wenn hier die Platte dann noch drauf ist, dass man das schön runternehmen kann. Das hat natürlich jetzt auch Vorteile bei uns beim Weiterbau. Jetzt ist mir nämlich gerade noch aufgefallen, ich habe noch gar nicht die ganzen losen Steinchen hier weggemacht. Aber jetzt seht ihr auch schon, warum ich das jetzt machen wollte. Also die Norweger vorher kurz zeigen wollte, weil da sollen ja nicht unbedingt jetzt 4 Millionen Steinchen drin sein. Aber ihr seht, ich habe schon mal geschottert. Da wart ihr letzte Woche vielleicht mit live dabei. Was mich immer stört, ist, wenn dann einzelne Steinchen dann doch auf den Schwellen sind. Aber die kann man ja mit einem kleinen Schraubenzieher oder mit einem Cuttermesser. Ich muss das wieder. So. Gut, da gehen wir eh in Tunnel. Und wenn man ganz ehrlich ist, da wird sowieso immer ein Waggon drüber stehen. Was hier ja noch der Fall ist, da sind ja noch die Schrauben drin. Die brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr, nachdem das ja ausgehärtet ist. Das ist diese Weißleim-Spiritus, wollte ich so sagen, Spüli-Wassermischung. Die können wir jetzt theoretisch rausschrauben, müssen wir aber nicht, also, weil es ist ja sowieso später ein Waggon drüber. Ich habe mir hier schon mal markiert, wo die Kante ist für unseren Aufsatz. Und wir haben ja letzte Woche auch das Trafohäuschen gebastelt. Da sieht man ja, da wo ich gepfuscht habe, da wo ich zuerst, sieht es nicht ganz, na Gott sei Dank sieht man es nicht so richtig, wo ich gepfuscht habe, wo ich zuerst das Falsch schon drauf geklebt habe. Das werden wir dann einfach jetzt mit MicroTurf von RTS, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, ein bisschen kaschieren. Also es ist ja immer ein bisschen Push bei mir auch dabei. Und damit das Trafohäuschen ein solides Fundament hat,
machen wir das Ganze mal mit so einer kleinen Pflaster-Action hier. Oh nein, die Kamera oben ist aus, oder? Ah nee, das war bloß irgendeine Latenz war anscheinend. Das Trafohäuschen stellen wir dann hier so hin. Ich würde auch sagen, weiß nicht, die Tür nach vorne. Ja, lassen wir die Tür nach vorne gehen. Weil dann könnten wir, jetzt zeige ich euch das, nämlich was ich letzte Woche gesagt habe, wenn ihr eine Reihe fertig habt, dann könnt ihr theoretisch die anderen Steinchen einfach nur noch hinschieben und müsst nicht mehr jedes einzelne wirklich per Hand setzen. Also es ist, dadurch, dass jetzt keine Reihe fertig ist, ist das natürlich ein bisschen suboptimal, das zu demonstrieren. Aber ich habe den Leim. Wo habe ich denn den Leim hin? Haben wir noch extra den Leim hingestellt? Ja, holla die Waldfee. Sagt Zement, da ist der Leim. Nun wieder unseren Bidon, kennt ihr. Und dann machen wir das Ganze. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Aua. Das Ganze hier so in dem Bereich war das. Also wir haben, ja, wir brauchen ja eigentlich nicht das Ganze als Fundament. Das reicht ja eigentlich, wenn wir jetzt hier, dann seht ihr, dann dauert das auch nicht so lange. Machen wir jetzt hier einfach so einen kleinen Weg. Und je nachdem, ob Zeit und Lust, werde ich dann, ich markiere mir jetzt mal hier die Position des Häuschens. Nach Zeit und Lust würde ich sagen, könnte man hier noch rumgehen und da einen kleinen Platz machen oder da noch den Weg fortführen. Jetzt ist es so bei diesen Sechskantsteinen, das ist dieses Zeug von Hookwa und das ist jetzt eine Restepackung sozusagen. Da habe ich schon ein paar Sachen benutzt gehabt. Und es gibt weniger, achso, wieder mein Kopf. Es gibt weniger Randsteine. Beziehungsweise, wenn man viele kleine Projekte hat, dann braucht man natürlich Randsteine häufiger. Hier haben wir zum Beispiel einen. Ja, aber da muss man sich dann überlegen, wie die Maserung sein soll. Und die muss man halt ein bisschen suchen tatsächlich. Aber nachdem das jetzt eh ein interner Aussteller von mir ist, bin ich vielleicht sogar so frei. Ja, da ist noch einer. Jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, wenn ich jetzt auf Anhieb nicht so viele finde, wie ich brauche, dann wird das halt kein ordentlicher Weg. Aber so ist das ja auch schon gar nicht schlecht. Dann nehmen wir uns, machen wir das direkt drauf. Ach ja, machen wir jetzt einfach mal direkt drauf. So, das machen wir so. Und dann nehme ich mir hier, das ist so ein ganz alter, grattliger Pinsel. Aber dafür tut er das. Da verteile ich mir das jetzt ein bisschen. Als Grundierung kann ich die einfach schön draufsetzen. Plopp. Immer leicht andrücken, aber das kennt ihr ja auch schon von jedem anderen Klebstoff. Das ist ja jetzt nichts Neues. Bei den Juwelerziegeln, ihr kennt ja noch dieses Diorama, was ich gemacht habe mit der Straßenbahn. Da habe ich wirklich jeden einzelnen Ziegel genommen, getunkt, gesetzt. Da sind die hier tatsächlich, also die Juweler, die Straße sieht wirklich oberaffengeil aus. Da bin ich sehr zufrieden mit. Aber ich würde das nie wieder tun. Da sind die hier deutlich angenehmer zu verarbeiten. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, die kleine. Hier seht ihr jetzt, dass da praktisch eine kleine Ecke entsteht. Aber für die, da finde ich jetzt auf Anhieb die Steine nicht. Deswegen bin ich jetzt so frei. Und lasse das ganz unregelmäßig sein. Und nachdem hier hinten sowieso der Aufsatz drauf kommt, brauche ich auch überhaupt keine Unterlage. Sondern kann das direkt auf das Holz tun und seht ihr, so ist das bei Jovila passiert. Plopp, getunkt. Plopp. Also die sind schon sehr schön zum Verarbeiten. Das ist ein sehr schönes Produkt. Da hat der Sören mich drauf gebracht, dass ich den mal anschreiben könnte. Es gab früher von Hookwa und ich weiß leider nicht, wie man den anderen Namen richtig ausspricht. Die hatten auch ganz feine Messing-Geschichten.
Da habe ich auch angefragt und ich habe sogar die Hoffnung oder die halbe Zusage, dass diese Geschichten auch wieder aufgelegt werden. Also er spricht damit, das waren ja früher zwei, das war der Herr Huqua und der Herr Krishnamurti. Und die haben beide noch die Rechte für ihre eigenen Modelle und jetzt hat der Herr Huqua eben gemeint, er spricht mal damit, seinem ehemaligen Partner, ob die das nochmal neu auflegen wollen würden. Und es sieht aber sehr gut aus. Dadurch, dass das aber natürlich auch nicht sein Haupterwerb ist, ja, das ist halt wie bei den meisten von diesen Kleinserienherstellern, wird das alles noch ein bisschen dauern. Aber gut, Ding will Weile haben, genauso wie hier. Ja, wir können ja einfach wir nutzen dieses abfallende Gedöns und tun so, als würde der Weg halt einfach hier runtergehen. Ich nehme auch immer recht wenig Bindan und immer lieber wieder frischen, weil der ja doch sehr schnell abbindet. Der Bindan. So. Ist im Prinzip jetzt auch nichts anderes als letzte Woche, wo ihr mir beim Basteln zugeschaut habt. Das ist vielleicht jetzt nicht so spannend. Aber die Ergebnisse sind ja immer sehr schön von diesen handgepflasterten Geschichten. Für die Fauleren gibt es ja, habe ich in der letzten Woche schon angekündigt, das Real Flex, nein, nicht das Real Flex, das Flexiway von Juwela, wo der Inhaber auch schon angekündigt hat, dass das dieses Jahr im Werkzeugbau ist und dass das Flexiway auch dieses Jahr für die Spur N erscheinen wird. So, da vorne, dass der Abschluss ein bisschen schöner ist, habe ich jetzt gerade zufällig den richtigen Stein gegriffen. Machen wir das. So. Jetzt wären noch mehr so schöne Steine schön. Aber es ist natürlich jetzt ein Zufall gewesen. Naja, gut, da kommt ja eh dann noch Gras drüber. Also wir werden ja dann auch noch begrasen hier. Und dann kann man diese unschöne Kante, wobei es ist ja keine unschöne Kante, es ist halt eine ganz normale Kante, ein bisschen kaschieren. Das ist ja auch hier mehr oder weniger Betriebsgebäude. Achso, wieder meine Haare. Und deswegen, da haben die Bauarbeiter einfach ein bisschen gepfuscht. Beziehungsweise, die haben es nicht so genau genommen. Die haben die teureren Randsteine genommen und sich damit abgesetzt. Aha, da ist ein Randstein. Also kein Randstein. Es gibt ja auch richtige Randsteine von Hochwa, also die Bordsteine. Ich meinte jetzt hier natürlich einen Abschlussstein, damit die Kante schön wird. So, dann brauchen wir wieder ein bisschen Leim. So. Ja, also das wäre jetzt sowas, was man gerne im Zeitraffer zeigen würde, aber das geht halt nicht. Ich gucke immer mal wieder auf den Chat, also wenn ihr Fragen habt oder sowas, ich kann das auch nebenbei schön beantworten. Das ist jetzt hier. So, ich weiß ja nämlich auch immer nicht, was ich dann die ganze Zeit reden soll. Ach ja, ich habe mir übrigens die Videos von En-ROUTE angeschaut. Sehr schön mit den Werkzeugtipps, die man als angehender Modellbahner haben sollte. Fand ich sehr gut. So. Ja, in der Zwischenzeit hätte ich das auch nochmal im Ultraschallreiniger fahren lassen können. Ja, wenn ich dann zu viel Leim genommen habe, dann quillt das immer ein bisschen über, aber das kann man ja einfach abtupfen. Bloß halt vorsichtig, dass man nicht wieder die ganze Struktur einreißt. Uiuiui, da hat irgendwas im Haus gerade gegrummelt. Aber der sitzt nicht, jetzt sitzt er. Oh, der ist sehr leimig, aber das ist auch kein Problem. Ja, doch, jetzt habe ich ihn wieder mitgenommen. Egal.
Immer 9. Ich habe noch genug. Diese Steinchen sind auch erstaunlich günstig. Also ich bin da immer sehr erstaunt, wie der Herr Hook war. Das macht, weil der zählt die ja auch einzeln per Hand ab und verpackt die dann auch noch so schön und dass der dann das für so einen schönen Preis anbieten kann. Bitte jetzt nicht fragen, was der Preis ist, das weiß ich nämlich auch wieder nicht auswendig. Die Produkte, die Steine, die sind von Hookwa, die heißen Sechskantstein. Tatsächlich sind gerade die, die ich jetzt hier benutze, aktuell ausverkauft. Ich habe aber schon jede Menge Packungen nachbestellt. Zum Zeitüberbrücken, bis die kommen, gibt es noch andere Steinchen von Hookwa natürlich. Aber keine Angst, die kommen auch wieder, die sind bestellt. Die muss eben, wie ich gerade gemeint habe, der Herr Hook war jetzt wieder in sehr viel Geduld und Liebe zum Detail abzählen und verpacken. So. Blop. Und das dauert dann leider manchmal ein bisschen länger. Wie gesagt, das ist ja nicht sein Hauptberuf, sondern das ist ja sein Hobby. So. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich jetzt den Platz noch fertig? Ja, weil sonst haben wir ja so eine halbgare Geschichte. Machen wir hier. Lop. Lop. Ich kann ja nicht mal Musik laufen lassen, außer den Dororama-Soundtrack. Aber das soll ja nicht. Ihr sollt ja jetzt hier nicht mit mir Musik hören. Oder, außer ihr wollt es. Aber das ist technisch gerade eh, glaube ich, nicht so leicht, weil es war sowieso heute ein bisschen zickig, die ganze Technik-Chose. Die Huckwarsteine, ja. Ja, welche Huckwarsteine benutzt du denn? Also es gibt ja da mehrere Ausführungen. Es gibt ja die Münchner Platte, nenne ich die immer. Das sind diese 30x30er Steine. Dann eben hier diese Sechskantsteine und dann gibt es noch 50x50er, also Zentimeter in echt. In Spur N ist das natürlich ein bisschen kleiner. Wer hätte das gedacht? So. Ah, da stimmt irgendwas nicht, da bin ich nicht ganz d'accord. So. Na, da habe ich irgendwie den Anschluss verpasst, aber das ist egal. Da war ein leichtes Erdbeben und deswegen hat sich die Struktur der Steine ein bisschen verschoben. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, bin gerade überlegen, seht ihr wieder meine Haare? Nein, meine Haare sind nicht da. Das ist bloß echt wahnsinnig unbequem, muss man tatsächlich sagen. Immer so den Kopf rauszuhalten. Kann auch was Meditatives jetzt haben. Ja, was wir danach machen, wenn ich jetzt hier meinen Platz, also wenn ich jetzt nicht alles immer auf meinen Finger drauf tue, fertig habe, dass wir. Da habe ich wieder einen Randstein gefunden. Uiuiuiui. Den muss ich mir gleich sichern. Dass wir begrasen mit dem RTS Greenkeeper. Und einfügen. Aber das hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Aber so seid ihr jetzt praktisch halt live dabei. Ohne diesen Schnitt, da wo man dann immer diese Patzer rausschneiden könnte. So. Ach ja, das muss ich natürlich auch gleich wieder sagen. Ich freue mich natürlich über jedes Abo.
Das ist, also ich habe nicht vor, diesen Kanal zu monetarisieren. Das geht ja bei YouTube ab 1000 Abos. Sondern einfach damit die Geschichten ein bisschen leichter funktionieren. Weil ich wollte euch ja sehr gerne wirklich das Lager gescheit zeigen. Mit dem Handy habe ich mir gedacht, ja, das ist doch eine gute Idee. Ich laufe mit dem Handy durch und muss dann nicht diese ganzen Kabelgewirre-Geschichten haben. Aber das geht tatsächlich erst ab 1000 Abos. Warum auch immer. Deswegen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, ja, da habe ich die Lücke nicht ordentlich zugemacht, schieben wir das Steinchen drüber, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das jetzt noch nachholen würdet. Ansonsten ist das natürlich kein Muss. Ich freue mich auch, wenn ihr einfach so zuschaut. Am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr dann die Sachen kauft. Letztens hat einer kommentiert auf ein Video, dass Doro so viel Werbung macht. Denn, ja, ganz ehrlich, wir sind ein gewerblicher Kanal. Ich bin Händler, wir machen ja auch keinen Hehl draus. Es ist ja nicht so, dass Doro da sagt, dass sie das alles jetzt hier privat macht. Also, falls es jemandem noch nicht bewusst gewesen sein sollte, ich bin Händler. Ja, also das hat hier nichts. Ich bin hier kein Pseudo-Influencer, sondern muss natürlich auch ganz ehrlich die Sachen verkaufen. Aber ich verkaufe sie ja gerne, sonst hätte ich sie ja nicht im Sortiment. Und sonst hätte ich mich ja jetzt auch nicht vor 2 Jahren damit nochmal auf den Markt gewagt. Wenn alle Leute mal sagen, der Markt, der ist so tot. So ein Blödsinn, ganz ehrlich. Der Markt ist vielleicht kleiner oder die Börsen sind nicht mehr so gut besucht. Aber wir haben so viele junge Kunden und auch so viele junge Kundinnen. Der Markt ist nicht tot. Die sind bloß leiser. Die neuen Kunden, die sind nicht auf den Börsen oder auf den Messen unterwegs. Und daher braucht sich niemand Sorgen machen, dass es in wenigen Jahren überhaupt keine Modellbahnartikel mehr gibt. Weil der Nachwuchs da ist. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, sonst hätte ich mich ja nicht selbstständig gemacht. Das wäre ja dann Harakiri gewesen. Die Arnold Köf ist angekommen, die ich bestellt habe. Ja, bei mir wahrscheinlich nicht. Dir ist aufgefallen, dass sie beim Fahren auf der Schiene hüpft. Die spontane Geschichte, weil da hatte ich auch tatsächlich einen Umbau, die ich jetzt behaupten würde, was da der Fehler ist, ist der Gleisabstand, der Spurmaß. Dass das zu hoch oder zu niedrig ist. Und da musste einmal entweder mit der Schublehre nach NEM 7,4, 7,6 ist die Spurweite Empfehlung. Einmal mit der Spurmaßlehre von uns oder halt einfach mit einer Schublehre gucken, wie breit das ist und dann dementsprechend einfach einstellen. Das sollte schon mal einen Großteil der Probleme beseitigen. So, jetzt die spannende Frage, mache ich da noch weiter? Fehlt da noch ein Steinchen? Eigentlich fehlen da jetzt nur die kleinen Steinchen. Aber das reicht ja jetzt erstmal. So. Und das, obwohl ich jetzt hier nochmal einen Eckstein gefunden habe. So, da nehme ich mir jetzt hier, dass man das. So. Und dann kriege ich das auch wieder schön in diese Schachtel. Oder ich dachte mir, ich kriege es schön in die Schachtel. So, kurz auf die Seite, die Mobile Station Anleitung, die ungeliebte, also die Anleitung kann ja nichts dafür. Ich bin halt einfach ein Z21-Fahrer. So, da seht ihr jetzt auch diese kleinen Schächtelchens, die ich da habe. Da sind ja auch alle unsere Ersatzteile inzwischen fast alle drin gelagert. Die sind super praktisch, gibt es in 4 verschiedenen Größen. Die gibt es natürlich auch bei mir im Sortiment zu kaufen. Die gibt es auch als ganzes großes Tablett. Die habe ich aber leider nicht auf Lager, weil die aus Frankreich kommen. Und das ist aktuell ein bisschen schwierig gewesen mit Ware aus Frankreich. Was ich heute noch machen wollte auch. Das sehe ich gerade. Ich muss dringend den Akku einschalten fürs Laptop. So, jetzt.
ist schon rausgefallen. Ich wollte noch einen kleinen Brunnen von Yellow Dwarf basteln. Beziehungsweise der ist im Prinzip fertig. Das ist 3D-Druck, aber wirklich sehr, sehr, sehr feiner 3D-Druck. Also da gibt es ja Sachen, die sind wirklich nicht so schön. Das Brunnenset hat zwei verschiedene Brunnen. Kommt aus Tschechien. Und da sind wir auch schon bei dem Kommentar von Michael, der gemeint hat, das Problem ist immer wieder, dass man suchen muss, um an schönes Zubehör zu kommen. Ja, genau das ist es ja eben. Ich weiß nicht, ich kannte diese Marke jetzt auch nicht. Ich habe die durch Zufall auf Facebook entdeckt. Und dann habe ich mir die Sachen angeschaut und habe ihn angeschrieben. Muss auch ganz ehrlich sagen, der hat keine gute Marge für mich. Deswegen muss ich da ein bisschen was draufschlagen. Muss man auch ganz ehrlich sein. Aber schönes Zubehör suchen, das ist ja mein Hauptjob. Kommen wir kurz zurück zur Köf. Meine andere Köf fährt da aber ohne Probleme. Ja, ja, nein, der Abstand zwischen den... Warte mal. Oh! Gehen wir kurz zur Köf-Reparatur über. Also, ich habe mir jetzt hier mal einen Radsatz geholt. Mal schauen, dass man das auch sieht. Das ist ein Radsatz und da kann man die Radscheibe verschieben, also dass es enger wird. Und dann, das ist jetzt unsere Spurmaßlehre, die ich auch im Sortiment habe, da seht ihr, die passt da nicht mehr drüber. Das heißt, der Spurmaß ist zu klein. Und wenn ich es dann ein bisschen auseinanderziehe und dann drüber steppe und dann so, dass es gerade noch Spiel hat, dann ist es genau richtig und dann sollte es auch nicht mehr hüpfen. Andere Geschichte, die sein könnte, dass jetzt gerade das Telefon klingelt, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich weiß auch gar nicht warum, weil offizielle Telefonzeit ist ja schon vorbei. Da muss ich jetzt kurz warten und im Zweifel muss ich euch schnell stumm schalten, wenn der Mensch tatsächlich auf den AB spricht. So, da musste ich euch jetzt wirklich stumm schalten, weil er von AB gesprochen hat. Zurück zur Köf. Wenn das zu weit auseinander ist oder wenn das zu eng zusammen ist, der Abstand zwischen den zwei Radscheiben, dann kann die springen. Und was auch sein kann, ist gerade bei der Köf, dass die Achse verbogen ist, also dass das Rad eiert. Das ist jetzt auf Anhieb nicht so leicht zu beheben. Aber das wäre praktisch die zweite Option. Die erste Option wäre meiner Meinung nach, dass man einfach mal mit hier unserer Spurmaßlehre oder ganz einfach mit einer Schublehre, egal ob digital oder analog, nachmisst, was auch immer ich jetzt gerade hier eingestellt habe, Inch, ja, egal, ob denn das Maß hier innen zwischen 7,4 und 7,6 beträgt. Bei mir sind es jetzt 7,49, also das sollte eigentlich, ich war 7,6, was die Außengrenze, weiß ich tatsächlich nicht auswendig. 7,4 weiß ich, weil unsere Spurmaßlehre ist 7,45 oder 7,42. Ist auf alle Fälle, wie heißt es denn jetzt gleich? Nachnehmen. Ja, die Spurmaßlehre passt auch bei Dampfloks, die ist extra, also gut, dann machen wir kurz eine Produktvorstellung, Spurmaßlehre. Ihr kennt die bestimmt auch, die gibt es von einem großen Hersteller, die liegt auch hier hinten in meinem Schalterhaufen. Die ist aus Metall, aber unsere, die habe ich jetzt anders gemacht gehabt. Und zwar erstmal, dass man es von oben einfach einstecken kann, wenn man den Radsatz einzeln hat. Dann ist sie auch wirklich extra so gemacht, dass wenn ihr eine Lok habt mit seitlich versetztem Zahnrad, dass es auf einer Seite ein bisschen dünner ist, dass das auch reinpasst. Und sie ist in der Gesamtbreite auch nochmal so, dass ihr sie auch im eingebauten Zustand einfach unten anlegen könnt. Und dann auch sehen könnt, ob das auch passt. Weil wenn die dann da hier nicht reinpasst, dann stimmt auch wieder was nicht. Also man muss nicht die gesamten Radsätze und die Steuerung und sowas ausbauen, um das zu prüfen. Sondern man kann dieses Ding einfach nehmen. Klar, man kann sich da auch ein Stückchen Pappe bauen. Und kann das dann hinhalten und kann dementsprechend dann eben zusammendrücken oder auseinanderdrücken. Also, weil gerade das Ausrichten von Steuerungen, das ist ja die Hölle. Und dann eine Geschichte noch. Das ist jetzt Alu, das wird nicht funktionieren. Die ich gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein kleines, freemilliges Teil. Da ist ein kleiner Magnet drin.
Das heißt, ihr könnt es an jede Metallgeschichte einfach dranhängen. Bloß ich habe jetzt hier nichts Metallisches, außer die Schere. Geht das auch? Ja, hier seht ihr die Schere. Also das ist in der Werkstatt auch noch immer sehr gut aufgeräumt, dieses Teil. Und es ist mit 3,85 Euro auch wirklich bezahlbar, muss man sagen. Es ist halt so ein kleines, kleines Helferlein. So, 7,62 war Full Metal Jacket. Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Gut, aber vielleicht kriege ich ja noch Aufklärung vom Psychodad. Genau, wir machen jetzt weiter mit unserem Yellow Dwarf. Im Prinzip ist das so, ja, eigentlich schon fertig. Das Einzige, was fehlt, oder was nicht so fertig ist, ist die Bemalung. Da haben wir jetzt hier unseren kleinen Pinsel. Beziehungsweise so klein ist der eigentlich gar nicht. Der ist ein bisschen zu grob schon fast. Kommt wieder meine Zauberschublade hier unten. Da sind nämlich noch andere Pinsel drin. Ja, Pinsel. Entschuldigung. Ich hoffe, niemand ist seekrank geworden. Pinsel nach wie vor nicht im Sortiment, auch noch nicht absehbar, ob und wann. Ich möchte mir das jetzt tatsächlich hier unten so ein bisschen in einem Graugrün, das sind die Vallejo-Farben, die müsst ihr immer gut schütteln. Ach so, die ist 7,62, die, jetzt habe ich es gelesen. Habt zumindest, ja. Gut, so ist das, wenn man vergisst, was man gerade gesagt hat. Und damit das Ganze jetzt nicht immer voller Fingerdapser ist, nehmen wir uns mal die Pinzette. Und wenn ich die nämlich nicht durch den Brunnen durchstecke, dann bleibt die auch schön haften. Und jetzt male ich mir das einmal unten. Und ja, ich male mir das jetzt komplett einmal an. Ich grundiere mir das. Da braucht ihr auch nicht viel Farbe. Aber der Pinsel ist, ja, gelinde gesagt, suboptimal. Das ist kein, dann nehmen wir doch lieber den etwas größeren Pinsel, weil der doch qualitativ dann deutlich besser ist. Allgemein mag ich ja Borstenpinsel sowieso viel lieber, weil da kommt man dann auch schöner in die Fugen rein. Ich male mir das jetzt wirklich komplett einmal von oben bis unten an. Das Ganze wäre mit Airbrush natürlich schöner, also in der Regel airbrushe ich ja auch. Aber meine Airbrush-Pistole ist kaputt und ich habe noch keine neue bestellt. Das kennt ihr ja, man hat ja keine Zeit, So, auch wenn wir da unten eigentlich nie reinschauen, machen wir das jetzt auch mal hier von unten, dass das einfach ordentlich ist, dass zumindest die Dachkante ordentlich ist. So, da hatten wir das abgelegt. Sieht ein bisschen aus wie so ein Märchen, dieser Brunnen. Jawohl. Das muss jetzt kurz trocknen. Das dauert nicht lang. Und dann müssen wir die Brunneninnenseite ja auch noch machen, weil sobald der dann fertig ist, dann sieht man ja da rein. Und das Dach kriegt natürlich noch eine andere Farbe. Das Dach wird hier Flat Red, was auch immer genau mit Flat Red sein soll, gemeint sein soll. Aber diese Farbnamen sind ja eh immer sehr kreativ. Jetzt kommen wir zu meinem furchtbaren oder nicht ganz so gut sichtbar furchtbaren Klebedesaster am Trafohäuschen. Das kennt ihr ja auch wahrscheinlich, dieser Trick, wie man sowas kaschiert. Da nehme ich mir jetzt hier wieder meinen Leim. Und jetzt mache ich mir, bevor ich das mache, das ist Mikroturf im Shaker. Das ist hier wie so ein, ja, ich weiß gerade keinen Vergleich, aber das ist ein Gewürzstreuer. Genauso ist es ja dann im Endeffekt auch. Wobei das für diese kleinen Geschichten der Streuer ein bisschen übertrieben ist. Und jetzt mache ich mir hier, da rankt sich jetzt dann der Turf einfach hoch. Da nehme ich auch wirklich nicht wenig Leim.
damit das auch wirklich gut hält. Dann hier bis unter die Dachkante, also aufs Dach kommt da keine Turf. Also das war aber zu wenig Leim und jetzt habe ich ihn falsch hingestellt. So, ordentlich. Ja, Leim, da kann man dann natürlich nicht nur meinen Klebefauxpas, sondern auch ganz andere Geschichten vertuschen. Wir hatten ja diesen Wettbewerb mit dem Trafohäuschen, wo leider nur eine Person mitgemacht hat. Und da wurde das auch, also da, ich möchte nicht unterstellen, dass da irgendwas vertuscht wurde, aber da hat sich auch ganz viel am Trafohäuschen hochgerankt. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen drüber. Und dass das Ganze hier nicht nur so komisch, aber die vordere Kante hier auch noch ein bisschen. Weil sonst haben wir hier einfach nur so einen kleinen. So. Und Shaker hin oder her. Am liebsten würde ich es jetzt tatsächlich einfach hier so einmal reintunken. Aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Da lege ich mir gleich wieder meine Anleitung drunter. So. Turf, 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 turf. Ihr seht ja auch, seht ihr ja auch wahrscheinlich in den meisten der Videos, ich stehe eher auf die gedeckten Farben. Also bei mir ist eher immer ein bisschen Herbst und weniger Hochsommer oder Frühling, wo alles extrem grün grünt. Auch hier ganz vorsichtig, damit es nicht jetzt zu sehr rumquillt, andrücken, abschütteln. Dann seht ihr auch schon, wo ich nicht so gut geleimt habe. Da fällt einfach wieder zu viel ab. Wobei, ich bin eigentlich... So, da oben, glaube ich, habe ich gar nichts hin. Blopp. Ja, also da bin ich, ist natürlich jetzt sehr wildwuchsig, aber wie schon gesagt, ich wollte ja hier meine Klebespur, mein Klebedesaster überdecken. Von der letzten Woche, da kann das nämlich alles wieder rein. Sieht ziemlich voll, dieses Glas. Normalerweise sind die nicht so voll. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der Deckel geht total leicht runter. Mal kurz was, einen Schluck trinken. Mm. So, wie sieht es hier an der Front aus? Ja, das ist schon wieder wunderbar. Dann holen wir wieder die Farbe zurück. Ich wollte das Dach rot. Schütteln nicht vergessen, sonst habt ihr im ersten Moment entweder nur Pigmente oder nur Acryl. Ich weiß gar nicht, was ist denn das andere? Farbe besteht aus Pigmenten und Wasser. Behaupte ich jetzt mal. So, dann kommt jetzt mal das Dach. Nicht wundern, dass das jetzt so extrem knallig und kräftig ist. Die Farbe dunkelt natürlich noch nach. Mal wieder schauen, dass ich nicht hier die ganze Zeit mit meinem Hahn im... Dann kommt das auf die Seite. Und was wir natürlich sowieso machen werden, wir werden das noch patinieren. So, dann sieht das Ganze nämlich auch nicht mehr so extrem künstlich aus. Dann haben wir hier noch das. Dann gehen wir auf die Seite auch nochmal hier an der Seite drüber. Das war jetzt die zweite Phase von unserem. Wir haben jetzt ein kleines rotes Dach. Ich werde jetzt gleich dann noch, wenn die Farbe wieder getrocknet ist, noch ein paar Details hervorheben. Da muss ich jetzt glatt mal schauen, wo denn hier meine feinen Pinsel sind. Ah, übrigens, weil ich es gerade sehe, die Pipetten, die ihr bestellt habt, so schnell konnte ich gar nicht nachbestellen, die sind auf alle Fälle jetzt wieder lieferbar. Jetzt muss ich mal kurz schnell zum anderen Tisch und schauen, ob da die dünnen Pinsel sind, weil ich vermisse die gerade.
Nee, Pinselsuche war nicht erfolgreich. Jetzt zum Details herausarbeiten ist halt so ein feiner, guter Pinsel unerlässlich. Aber da war, habe ich gerade das SR24 gefunden. Ah, da haben wir einen feinen Pinsel, der mal gut war. Naja. Das habe ich ja letzte Woche gemeint. Immer die Pinsel auswaschen. Oh, und wer wischt seine Pinsel nicht aus? Der Wackelkönig. Oh nein, oh nein. Die Technik. Ah. So, Mist, jetzt muss ich mal kurz hier. Oh, Entschuldigung. Wir stürzen ab. Erst sag einmal. Ah, jetzt ist es wieder stabil. Und jetzt ist es wieder so. Bin unten gegen den Standfuß gekommen. Aber man kann Details ja auch wunderbar mit einem Zahnstocher herausarbeiten. Zahnstocher. Die habe ich doch extra hier hingelegt. Also unser Aufsatz. Unser Dororama. Ach, da hinten sind sie. So. Also. Wir kommen ja jetzt eh nicht ans Dach, sondern wir kommen jetzt nur an die Kleinigkeiten. Da haben wir jetzt hier noch einen kleinen Braunton. Und da mache ich mir jetzt hier das, was vermeintlich aus Holz ist, einfach mit meinem Zahnstocher. Mag ich zum Teil eh lieber, weil ich da direkter arbeiten kann, weil die Pinsel ja immer ein bisschen nachgeben und das lässt eigentlich nicht viel. Also das sind wieder meine Haare. Man sieht eh leider nicht so viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber so ein Zahnstocher, das ist halt wirklich direkt. Der Kühlschrank ist aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich werde wahnsinnig tatsächlich, wenn ich hier den ganzen Tag im Büro sitze. Und dann läuft die ganze Zeit dieser Kühlschrank, aber man braucht halt einfach was. Braucht ja was zum Essen. So, weil dann komme ich nämlich hier auch wunderbar an diese Kante, die eigentlich zu den Steinen rüber geht. So, das ist hier wie heißt denn das? Kurbel. Ich nenne es mal Kurbel. Die muss natürlich auch aus Holz sein. Muss ein bisschen hochschieben, weil sonst können wir ja gar keinen. Oh, wir könnten dann einen Eimer. Naja. Einen Spur-in-Eimer dranhängen. Ja, der Patrick malt auch. Aber nur im Chat. Jetzt habe ich fast ein bisschen zu viel Farbe hier. So. Das passt. Das müssen wir noch da oben ziehen. Oh, da habe ich eine ganze Seite vergessen. Und da muss man sich dann immer ein bisschen verrenken. Je nachdem, ob man nur. Jetzt habe ich die Pinzette aus Versehen zusammengedrückt. Das war natürlich blöd. Aber es hat alles noch gerade so funktioniert. Drücke ich sie schon wieder zusammen. Ja gut, der Grund ist ja inzwischen getrocknet. Ja, und da kann ich es jetzt auch anfassen. So, jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen natürlicher aus. Und es ist jetzt auch wirklich kein großer Aufwand. Es ist halt immer dieses Abwarten, bis die Sachen getrocknet sind. Das machen wir jetzt auch wieder. So, meinen Farbzahnstocher tun wir auf die Seite. Und stattdessen, hallo, Herr Hegermann, wunderbar, die Zahnräder sind da.
Aber das wisst ihr ja eh schon, wenn ihr auf Facebook oder Instagram oder sowas folgt, dass wir neue Lieferungen von Zahnrädern von Hegermann, von KH-Modellbahnbau bekommen haben. So, wir kommen zurück hierher. Ich möchte, hier kommt unser Trafohäuschen drauf. Dann haben wir hier so einen kleinen Abstellplatz. Der ist jetzt, sieht ein bisschen unorganisch im ersten Moment aus, aber das wird schon noch. Jetzt habe ich mir das ja hier schon markiert, wo das Häuschen ungefähr anfängt und wo es aufhört. Durch meine wilde Pflasterlei hat sich das jetzt ein bisschen verschoben. Aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir auch so hin. Bisschen, oh nein, die Ranken sterben. Bisschen Rankgut ist drunter gefallen. Was wir dann machen werden, ist hier einen kleinen Weg. Und da kommt dann, jetzt kann ich ihn ja runternehmen, weil das Dach ist inzwischen auch trocken. Da kommt dann noch unser kleiner Brunnen hin. Und da machen wir aber keinen gepflasterten Weg, also da machen wir wirklich nur einen klitzekleinen. Warum auch immer ein Brunnen neben dem Trafohaus steht, ist ja vollkommen wurscht. Dann machen wir wirklich hier nur so eine kleine erdige Stelle. So. Nur so ganz grob markiert. Weil ich jetzt im nächsten Schritt den Greenkeeper benutzen. Entschuldigung, uiuiui, dass man auf den Kaffee aufstoßen muss. Den Greenkeeper benutzen möchte, den habe ich ja gerade schon geholt. Habe ich euch ja auch schon mal im Video vorgestellt. Aber das war auch ein Wunsch, dass ich den Greenkeeper doch nochmal zeige. Da habe ich mir jetzt, weil ich ja diese gedeckten Farben so mag, und auch wieder eher sowas, ja, Verwittertes reingetan. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, das ist eigentlich zu trist. Aber wir haben ja hier meine Restekiste. Da muss ich euch wieder raustun. Dann seht ihr mich wieder mal nicht. So, aber ich brülle einfach. Und ich mache ganz viel Lärm, bis ich zu meiner Restekiste komme. Da haben wir. Ja, aber alles sind so Farben, die ich so auf dem Aussteller gerne hätte. Oh, ich habe die graue Farbe gefunden. Dann muss ich jetzt glatt mal, kennt ihr ja auch, so, stelle ich jetzt einfach mal drüber. Entschuldigung, immer diese Störgeräusche. Wie gesagt, demnächst ist ein neues Mikro da. Ich habe ja hier das mal gemacht, dass man sieht, wie diese Grasfasern wirklich aussehen, dass man nicht immer nur diese Werbebilder hat. Also es ist wirklich auf unbehandelter Oberfläche einfach jetzt, wie die Grasfasern aussehen. Und das da müsste eigentlich, das ist das da. Das ist der Rest. Und jetzt würde ich aber eher sagen, dass wir uns tatsächlich von der Farbe her eher in sowas befinden. Und Gott sei Dank habe ich diese wunderschöne Farbtabelle. Das heißt, wir sind in S6, 2 mm Länge. Ja, der Brunnen war auf alle Fälle vor dem Trafohäuschen da. Ah, der Hexenbrunnen. So, den habe ich jetzt. Ich stehe ihn mal hier hin. So, der geht immer nicht im Weg rum. Was habe ich gesagt? S620. So, da ich jetzt keine zweiten Wechselbehälter gerade hier habe und jetzt auch keine neue Packung aufreißen will, kippe ich mir das Ganze mal in eine kleine Schale. Eine neue Packung nehmen, weil da habe ich leider keine Reste mehr. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ja, doch ein bisschen mischen tue ich schon.
Also haben wir hier. So. Ich brauche ja sowieso ein bisschen mehr. Hallo Matthias, Dankeschön. Matthias hat geschrieben, dass es ein super Stream ist. Das gefreut mich, das gefreut mich. So. Dann mischen wir mal. Da kommen wir in meine wunderschönen, leicht hitzegeschädigten Gegenden. Grasfaserfarbe rein. So. Das kommt hier rein. Oh, und da kommt dann jetzt nicht der Deckel, sondern unser Siebeinsatz drauf. Und bevor ich das Ganze jetzt scharf schalte, seht ihr ja hier, habe ich mir schon markiert, was ausgelassen werden muss, kommt wieder der Bindan. Normalerweise würde ich jetzt sagen, diese erdigen Flächen würde ich zuerst machen, bloß das dauert so lange zum Trocknen. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich ganz unorthodox die Grasflächen zuerst und werde es dann im Nachgang, werde ich dann diesen Weg machen, weil ich nicht, sonst kommen wir nicht voran hier jetzt live. Wobei, ich könnte jetzt erstmal das, es geht ja, es war ja eigentlich ein Wunsch, dass ich mal zeige, wie das mit dem RTS auch live funktioniert. Machen wir einfach erstmal nur den Bereich. Und dann gehen wir bis zur Kante sozusagen. Und den erdigen Bereich machen wir dann später. Aber dann mache ich mir jetzt hier großzügig meinen Leim. Und nehme mir, weil es kann ein bisschen verdünnt werden. Es sollte ja natürlich nicht zu sehr verdünnt werden. Aber man kann das auf alle Fälle verdünnen. So, schön in die Kanten von den Steinchen auch rein. Damit da das ordentlich aussieht, wenn es dann begrast ist. So, und hier auch ein bisschen schön an die Kante des Schotters. Da habe ich ein bisschen weniger geschottert, aber das gleichen wir jetzt einfach mit dem Gras aus. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Das kann ich mir dann auch rübernehmen. Habt ihr die Tabellen auch im Shop zum Anschauen? Welche Tabellen? Bin ich jetzt gerade überfragt? Habe ich wieder irgendwas vergessen, was ich gerade erzählt habe? Lieber Patrick, welche Tabellen? So. So, nicht vergessen. Da, wo was aufsitzt, möglichst nicht so viel. So. Für kam. Ach so, jedes dieser Felder ist einzeln fotografiert mit dem Referenzscharf. Also ich habe tatsächlich dann jedes der Felder, ich habe es ja gemacht, um das dann auch wirklich zu fotografieren. Komplett das Ganze als Bild gibt es nur auf Facebook, aber die unter Normlicht fotografiert mit Scharf. Hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Und da sieht man auch den direkten Vergleich. Zum Begrasen solltest du eigentlich keinen Weißleim verwenden. Latexbindemittel ist hier viel besser geeignet, weil Weißleim bildet sich schon nach kurzer Zeit eine Haut und die Grasfasern halten nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe diese Erfahrung nicht gemacht, weil ich das auch privat immer schon mit dem Weißleim gemacht habe und das ist auch alles mit Weißleim. Das, ja, bei mir funktioniert es. Deswegen, es gibt ja auch den speziellen Graskleber von RTS. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Weil, und den habe ich dann auch demnächst im Sortiment. Der ist bloß jetzt noch in Zulieferung. Was ich gemacht habe gerade, während ich über andere Sachen gesprochen habe, ich habe das Gegenpolkabel einfach unten ans Holz dran gemacht, habe das hinten eingesteckt und da ist dann dieser blaue Knopf. Den muss man drücken und dann leuchtet er. Dann schießt auch vorne schon ein bisschen was raus. Jetzt muss ich bloß ein bisschen schneller machen, bevor mir der Leim antrocknet. So. Und das reicht eigentlich auch schon. Blopp. Und dann mache ich das auch gleich wieder ab. Und dann wie Puderzucker drüber streuen und nicht wie ein Salzstreuer.
Das hat Doro mal gemacht. Das hat nicht so funktioniert, wenn man das so wie so ein Salzstreuer bedient. Also es funktioniert auch, aber es ist halt nicht so schön. Genau, so. Und jetzt können wir das, das hält relativ schnell. Ich klopfe das immer dann ab. Und dann steht das auch. Ich weiß nicht, das wird man schlecht sehen. Aber ich muss sagen, das ist auch wirklich genau der Farbton, den ich mir erhofft habe. Das ist wirklich sehr schön. In den Seiten geht es ein bisschen immer zur Seite, aber das kann man, solange es noch feucht ist, schön nach oben. Wobei man sagen muss, da kommt ja sowieso dann wieder eine Vitrinenhaube drüber. Und dann wird das Ganze an den Rändern wahrscheinlich eh wieder ein bisschen beschädigter. So, versuch's mal mit Latexbindemittel und freu dich über das gute Ergebnis. Ja, ich versuch's mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, ich mache natürlich auch die Sachen, die ich verkaufe. Ich weiß jetzt nicht, wo ich Latexbindemittel. Aber ich werde mich informieren und werde mal gucken und werde dann auch das Ergebnis mitnehmen. Vielleicht mache ich das einfach mal in nächste oder übernächste Woche. Probieren wir mal, irgendwo sollte ich ja sowas herbekommen. Also jetzt relativ unkompliziert. Muss am Samstag in den Baumarkt. Vielleicht gibt es das da ja. So, mein kleines Trafohäuschen steht schon mal drin. Also jetzt wieder nur testweise. Und jetzt haben wir hier vorne, das seht ihr jetzt nicht so gut wahrscheinlich, haben wir noch eine kleine Fläche, die muss dann auch noch begrast werden. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal noch um den Weg, den Erdweg, den wir da haben. Da hatte ich mir extra nochmal, weil wir haben hier den Schotter und dann gibt es hier noch so einen ganz feinen Sand. Mit dem kann man das super machen. Und zwar werde ich jetzt als erstes... Ach Mist, jetzt habe ich vorhin muss ein bisschen zusammenkehren. Normalerweise lege ich mir immer ein Blatt Papier unter, dass man das alles wieder schön wiederverwerten kann und blablabla. Und jetzt würde ich es dann mit den Steinchen mischen und das ist nicht so schön. Deswegen jetzt so weit es geht, möglichst steinchenfrei. Wieder hier mein Frühstück. Und dann ist da mein Weißleim, beziehungsweise machen wir nicht mit dem Weißleim. Hier haben wir einen Erdton und dann nehmen wir ich habe das jetzt auch schon sehr oft gemacht tatsächlich. Es gibt die Sandpaste, die trocknet aber extrem langsam. Das Ergebnis ist aber sehr schön, seht ihr im ersten Diorama. Dann habe ich das auch schon mal gemacht, im zweiten Diorama, jetzt im Jiharama, Old Shatterhand, Schotterhand, wo hier fast ein Markenrechtsverbrechen begangen. Hat sich so gemacht, wie ich es jetzt machen werde, und zwar werde ich jetzt hier tatsächlich einfach die Farbe drauf, wobei das ist die gleiche Farbe, die wir auch schon als Grundfarbe haben, aber es ist ja egal. Farbe drauf und dann nehme ich mir jetzt auch wieder den Zahnstocher als Hilfe, dass das hier in die Ecken reinkommt. So. Mein Weg. Und da dann nämlich direkt die Farbe satt auftragen. So. Machen wir hier noch ein bisschen, gehen wir ein bisschen vor. So. Ja, der sagt nett ohne Namen, hat recht. Weißleim ist nicht Weißleim, weil er meinte, er hat auch schlechte Erfahrungen gemacht beim Begrasen mit Weißleim. Aber gut, ich benutze für jeden kleinen Pups tatsächlich den Bindan und ich habe da keine schlechten Erfahrungen bisher gemacht. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich wieder angefangen habe, mit Ende 20, da haben wir es mit Ponal gemacht und da gab es tatsächlich diese Haut. Das war nicht so schön. Aber, mein Gott, das, was wir da gebaut haben, das war ja auch katastrophal. So, kleiner Löffel und einfach auf die Farbe drauf. Und wenn es dann getrocknet ist, kann man das auch wieder abschütteln. Das hätte man jetzt theoretisch auch nach dem Begrasen machen können. Aber das wird dann nicht so schön, weil dann hängen dann die Steinchen mit in den Grasfasern mit drin. Und das muss ja nicht sein. Wohl an. So, jetzt habe ich hier wieder alles vollgestellt.
Achso, das war nur der Aufsteller, das Schild vom Aufsteller. Wir haben ja hier jetzt unseren Aufsatz. Den setze ich jetzt mal drauf. Und da sieht man jetzt auch, so soll das sein. Dann haben wir hier hinten nämlich auch noch, sehe ich gerade, meinen Bleistift, den Stumpfen. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so ein schönes Geräusch. Da hinten muss auch noch eine ganz kleine grüne Grasnarbe hin. Wie sieht das aus? Das ist leider immer noch nicht ganz durchgetrocknet. Aber wir nehmen uns jetzt einfach mal das Oberteil, während das hier trocknet. Und das da, ja, da bin ich jetzt mal so frei. Ah, ihr kennt das ja auch. Boah, da, wie schnell dann der Arbeitsplatz auf einmal ausschaut, wie Sau. Kehren wir einfach mal weg. Vor allem, wenn man mit Grasfasern arbeitet. Also mit Grasfasern ist es tatsächlich ratzfatz, Halligalli, Drecksau-Party. So, da mache ich jetzt den Deckel drauf, damit ich nicht gleich, hier gibt es ja auch den Verschlussdeckel, da muss man das nicht mal raustun. Damit ich hier nicht wie blöde alles vollgrase. Dann kommt das alles mal auf die Seite. Meine gereinigten Fahrwerke natürlich auch mal auf die Seite. Und jetzt war letzte Woche ja die Idee, dass man das Ganze als Betontunnel machen könnte. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Jetzt ist nur die spannende Frage, wie ich das realisiere. Oh, uiuiui, da ist ja eine richtige Diskussion. Muss ich mal kurz dazwischen gehen oder gucken, was da ist. Expressweißleim ist natürlich beim Begrasen die schlechteste Wahl. Da bildet sich die Haut schneller, als zum Begraser greifen kann. Aber das ist ja Expressweißleim, dieser Bindan. Also, ja, wie sagt ohne Name, sagt, hier schwört jeder auf sein Rezept und viele haben da schon massig viel probiert. Interessant ist, dass Faller zu seinen Lasercut-Bausätzen eine kleine Tube Uhu-Holzleim Express beilegt. Ja, ich enthalte mich einfach. Also ihr kennt ja meine Empfehlung, ich benutze für alles den Bindan oder den Dispersionskleber von Mikrowelten für die Bausätze. Aber ich kann nichts Negatives über den Bindan berichten. Natürlich wird es immer was Besseres, Tolleres geben. Aber für mich funktioniert das so, wie ich das zeige. Sonst würde ich es ja nicht zeigen. Ihr wisst ja inzwischen, ich habe nur die Sachen so im Sortiment, von denen ich auch selber überzeugt bin. Und natürlich wird es immer irgendetwas geben, was man besser, anders, toller, schöner machen kann. Ja, so wie ihr davon überzeugt seid, dass dies und das funktioniert, bin ich ja auch davon überzeugt. Sonst würde ich es euch ja nicht zeigen. So, zurück zu unserem Beton. Ich habe hier aus einer Verpackung, das ist ein bisschen dickerer Karton, das heißt, der saugt sich jetzt auch nicht so schnell voll, mir hier mal zwei Teile zugeschnitten. Also wir haben hier unseren Tunnel, der dann reingehen wird. Und das, damit das einigermaßen schön und organisch aussieht, werde ich mir das hier jetzt dann später draufkleben. Das hier kommt da vorne drauf. Und damit das Ganze auch ein bisschen mehr, also es wird nicht ganz wie Beton aussehen, es geht halt einfach nicht. Aber dass es ein bisschen mehr aussieht, habe ich mir jetzt gedacht, natürlich malt man es grau an. Man könnte noch hier diese Fugen leicht reinritzen. Das werde ich jetzt mir mal markieren, wo ungefähr ich das haben möchte. Die Betongeschichten. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich das mit den Juwela, mit den Platten einfach, die Platten drauf mache, die wir ja auch beim Industriegebiet gemacht haben. Aber ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber jetzt markiere ich mir mal hier ganz grob, wo denn, da könnte noch was sein, wo dann diese, es sind ja nie wirklich tiefe, richtige Fugen, sondern es sind ja immer nur diese kleinen Schlitze, wo die Spanten, heißt das Spanten, aneinander gehen. Und da habe ich doch das Cuttermesser, das habe ich hier. Und das Lineal, das habe ich hier. Das schneide ich mir jetzt hier einfach mal. Huch, das ist das, wenn hier so viel Kladderadatsch noch rumliegt. Also ich schneide nicht durch, sondern ich schneide wirklich nur ganz leicht ein. Denn selbst wenn das jetzt durch die Farbe, also wenn es durch die Farbe ein bisschen aufquillt, ist ja tatsächlich gar nicht schlecht.
Aber wenn es durch die Farbe im ersten Schritt wieder verloren geht, diese kleine Struktur, die ich da jetzt reinmache, kommt die durchs Patinieren wieder gut raus. So, dann haben wir jetzt hier, warum auch immer das so ist, mein Gott, wird der Innenwaggon davor stehen. Kann man nicht sagen, ich mache das ja einfach nach gut dünken, ich mache das jetzt nicht nach irgendeinem speziellen Vorbild, obwohl ich ja mal auf dem Bau gearbeitet habe. So, und im Chat ist eine wilde Diskussion über Expressholzleim. So, was ich jetzt noch machen werde, das habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, man kann das entweder mit einem Proxon sauber abschneiden, aber sonst tue ich mir hier noch weh und dann seht ihr mich bitterlich weinen. Das muss ja nicht sein. Jetzt schneide ich mal die Gleise kurz ab. Das geht eben mit der Printzange oder mit einem Proxon. Wenn ihr mit der Printzange arbeitet, halt schauen, dass die Kante, die ihr schneiden wollt, also ich will jetzt hier so eine gerade Kante, so ist, nicht, dass ihr es so benutzt, weil dann läuft das spitz zu. Und jetzt ist aber hier die spannende Frage, wie komme ich da dran? So. Einmal die Schwellen weg. Und am besten was zum Auffangen, weil das springt sonst wie blöde rum, wenn ihr das abschneidet. Das macht keinen Spaß, glaube ich, wenn man sowas ins Auge kriegt. So. Ihr seht auch hier oben, da muss auch noch eingeschottert werden. Aber wir machen das ja Schritt für Schritt. Und das kommt hier hin. Warum mache ich das hier hinten nicht weiter? Weil da eh was davor stehen wird. Das wird keine Sau sehen, was da hinten ist. Und das hatte ich mir eben schon vorher so zugeschnitten. Jetzt sehe ich hier, da steht es ein bisschen über. Da nehme ich mir jetzt meine Schere. Hallo Schere. Ah, da bist du Schere. Meine Schere und schneide eben diesen Millimeter, 2 Millimeter ab. Jetzt ist es bündig. Und jetzt kommt das dann da drauf. Und das da, das steht auch wieder ein Millimeter über. Das muss hier, muss es ein Stückchen überstehen, weil hier von der Seite, wenn das drauf kommt, da kommt ja wirklich nur so ein klitzekleines Stückchen drauf. Weil das wird man dann sonst sehen. Und entgegen aller Unkenrufe mache ich das jetzt wieder mit dem Holzleim. Jetzt nur die spannende Frage, wie ich das mache. Ich mache jetzt Schritt für Schritt. Also, oh nein, jetzt ist mein Holzleim auch noch leer, glaube ich. Da sind nur die Tülle verstopft. Oh nein, die Tülle ist verstopft. Huch! Da habe ich nicht schnell genug wieder zugemacht gehabt. Ich hatte doch extra, ich habe so eine ganz feine Nadel zum Durchstechen, aber ich mache das jetzt, weil der Kleber eh fast leer ist, ganz brutal. Und schneide mir die Tülle ein Stückchen ab. So wie Doro ja das auch immer macht. Die macht ja auch immer sehr großzügig. Blop, blop, blop. Mit dem Kleber. Und dann nochmal die Erinnerung, ja, Doro. 24. 15 Uhr hier auf YouTube live. Jiha, Rama, Finale. So, da fehlt noch ein bisschen was. Ich darf den nicht immer wieder so hinstellen, denn dann sackt natürlich alles nach unten. Das nächste Mal muss ich mir halt wieder einfach eine volle Flasche bereitstellen. Ich glaube, das war es halt jetzt auch einfach. So. 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 Hauptsache, die Kanten sind gut gemacht. Machen wir jetzt nämlich erstmal den ersten Schwung hier. Das drücke ich an, beziehungsweise bin gerade im Überlegen, stelle ich jetzt das einfach mal drauf. Weil dann kann ich mir währenddessen kurz einen neuen Schnibbeldiwuff verpönten Weißleim holen. Ich kann auch mal den Dispersionskleber holen, dass man das mit Dispersionskleber weitermacht. So. Genau. Also nicht wundern, warum das jetzt so komisch aussieht. Das wird natürlich noch angemalt. Aber ich muss kurz Klebstoff holen.
So, Holzleim ist für Lasercut-Bausätze sehr gut geeignet, aber die Express-Variante ist oft ein Fehler, vor allem wenn man die vollflächige Fassaden aufkleben will. Hier sollte man den Weißleim etwas verdünnen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oh, so soll das sein. Hier, da drückt man drauf und dann kommt das Zeug auch raus, wo es rauskommen soll. So. Und genau das ist wieder gerade in den Kommentaren erwähnt. Vollflächige sollte man ihn verdünnen. Was macht der Daniel? Der gibt ihn einfach drauf und verschmiert ihn. Wichtig ist halt immer, dass die Kanten ordentlich angeklebt sind, wobei man an diese Kanten jetzt nicht so oft drankommen wird. So. Kommt das da drauf? Oh, da habe ich da zu wenig? Ja, da habe ich zu wenig weggenommen. Ah, schnell! So. Oh, komisch gucken, aber jetzt passt's. Und dann trocknen lassen. Das müsste jetzt schon passen. Jetzt klatsche ich mir das. Jetzt kann ich das nämlich hier hochknicken. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn da diese Falz jetzt drin ist im Papier. Natürlich gibt es auch hier wieder schönere, bessere, tollere Varianten, wie man das machen kann. Aber ich bin ein Alltagsbastler. Natürlich so professionell wie möglich, aber man kann eben auch mit diesen unprofessionellen Mittelchen sehr schöne Ergebnisse erzielen. Jetzt muss ich das bloß festhalten, weil hier kann ich jetzt, oh, wobei das könnte ich sogar, na, das ist mir zu riskant. Man könnte es bestimmt draufstellen, aber das lassen wir jetzt einfach mal so. Weil dann lasse ich das jetzt einfach mal hier ein bisschen andrücken. Ne? Das war ja einer der Kritikpunkte bei Doro in einem der ersten Videos, wo sie gesagt hat, hupsi, das Teil möchte nicht so. Und dann war gleich, nein, das Teil, das will nur angedrückt werden. Deswegen drücken wir das an und trinken nochmal einen Schluck. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Das neue VGB-Spezial ist rausgekommen. Haben wir natürlich auch wieder Werbung drin. Ehrlich gesagt, ich wollte heute eigentlich, weil ich zwei Exemplare bekommen habe, ich wollte eins verlosen, aber ich habe es vergessen. Deswegen verlosen wir das einfach nächste Woche. Mir ist auch noch keine lustige Geschichte eingefallen, auf welche Voraussetzungen man erfüllen muss, dass man es gewinnen kann. So, mein Brunnen gefällt mir schon sehr gut. Mal da drauf liegen. Da kommt nämlich jetzt dann auch gleich, wenn das jetzt hier einigermaßen hält, ja, das geht ja eigentlich recht schnell. Dann machen wir nämlich jetzt, hier habe ich meinen Seegrau. Dann bemale ich mir das jetzt und während es trocken ist, können wir dann nämlich den Brunnen schön patinieren. Da bin ich jetzt auch wirklich wieder hier ganz direkt und großzügig, weil ich habe ja nichts zu verlieren. So. Und dann, da werde ich wahrscheinlich eh zweimal drüber gehen müssen, weil das hier ein beschichteter Karton ist. Aber dann gibt das Ganze eine nette Struktur. Wie in echt halt. Beschichteter Karton, nicht Beton. Oh, da war ich wahrscheinlich schon fast zu großzügig mit der Farbe. Ja, da war ich definitiv zu großzügig. Aber dann malen wir. Schieben wir das mal nach innen. Malen wir hier weiter. Blop, 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 blop. Hier auch noch gleich. Blop. Das kennt ihr ja bestimmt auch noch von anderen Geschichten. Immer von innen nach außen malen, weil dann kriegt man eine schöne Kante, also auch nach oben. Aus dem Kunstunterricht? Weiß ich nicht. Kann ja lustige Geschichten erzählen, Shop-Anekdoten. Letztens hat einer mir eine E-Mail geschrieben, dass er die Teile, die er bestellt hat, bekommen hat
und nicht zufrieden ist. Geschrieben, ja, wieso, was ist, haben wir was Falsches geliefert? Nein, ich habe genau das bekommen, was ich bestellt habe. Ja, und was kann ich jetzt, was soll ich denn tun? Ist es im schlechten Zustand? Nein, ist es im guten Zustand. Geschrieben, ja, ich weiß nicht genau, wie ich Ihnen helfen soll. Also, was ist denn das Problem? Ich komme nicht weiter. Ich weiß, die Sage von mir, Aussage von mir, ich weiß einfach nicht, wie ich Ihnen, was Sie von mir wollen. Dann kam nur als Antwort, ja, offensichtlich nicht. Damit ist das für mich gestorben und ich werde nicht mehr bei Ihnen bestellen. Also, wusste ich tatsächlich nicht. Habe ich was falsch gemacht? Was wird jetzt von mir erwartet? Ja, das war eine komische Situation tatsächlich. So, ja, also da bin ich tatsächlich ein bisschen sehr großzügig gewesen mit der Farbe. Da haben wir ein bisschen Schlieren. Aber das ist nicht schlimm. Ich meine, bei Beton bin ich gerade überlegen, von oben nach unten. Machen wir eher so, weil das wird ja schichtweise gegossen. Bei Beton ist es ja auch nicht alles aalglatt. So. Ja, nicht perfekt, aber das wird noch. Kommt das auf die Seite? Achso, jetzt kann ich. Ah, doch, das kann ich schon. Ah, das kann ich da nicht hinstellen. Wo stehe ich denn hin? Achso, ich kann es einfach hochkant hinstellen. Ich bin ja auch ein Schussel. Dann haben wir jetzt hier unseren Pinsel. Jetzt kommen wir dann gleich wieder zum Patinieren. Hallo, Jerzy, Jerzy, Puschwald. So, also Pinsel trocken. Wichtig, wichtig. Daniel, wieder hier so viel Müll. Daniel, jetzt kurz Pigmente holen. Wer letzte Woche zugeschaut hat, wird sich erinnern, wie ich verzweifelt so ein Fläschchen gesucht habe. Jetzt, hier ist es. Und zwar haben wir jetzt die Vallejo-Pigmente. Ich habe jetzt hier, das ist leider ein metallisch glänzendes, also super, wenn ihr Kohle oder sowas machen wollt oder Kohlenstaub. Oh, das ist Ocker. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte irgendwas Dunkleres. Warte, muss ich nochmal kurz weglegen. Entschuldigung. So, entschuldigt die Unterbrechung. Ich muss mich bloß erinnern, dass ich den Lagerbestand wieder aktualisiere. Patinieren, hat Dore euch ja auch schon oft gezeigt, ist eigentlich eine sehr feine, schöne, leichte Geschichte. Wo ist meine Superpinzette? Ist ja gar keine Superpinzette, aber dann kann ich es wieder schön draufspießen. Borstenpinsel, trocken. Also wenn ihr die Sachen nicht mehr oft anfasst, dann reicht das tatsächlich, wenn ihr die Sachen einfach leicht auftupft. Weil dann kriegt ihr A, ein mattes Finish und B, je nachdem, was ihr für eine Farbe bei den Pigmenten benutzt, arbeitet ihr, das sieht man jetzt an der Kamera leider tatsächlich echt mies. Ich würde sagen, ich blende euch danach die Bilder ein, aber das geht ja nicht. Ihr arbeitet die Strukturen sehr schön raus. Also die ganzen einzelnen Dachziegel, die ganzen einzelnen Ziegel beim Brunnen, das kommt da alles recht gut raus. Ich mache das tatsächlich immer relativ pfuschig. Und zwar, ich nehme meistens einen, so einen Erdton, gehe einmal drüber und dann später vielleicht nochmal mit einem anderen Ton. Meistens reicht es aber schon, wenn ihr für die Strukturen und für leichte Verschmutzungen einen Erdton benutzt und da ganz leicht einfach das auftupft. Wenn ihr, je öfter ihr das anfasst, also es gibt natürlich Möglichkeiten, das Ganze zu versiegeln, aber wenn ihr das in der Regel nicht mehr oft anfasst, dann braucht ihr das auch nicht versiegeln, meiner Meinung nach. Natürlich, Expertenmeinungen gibt es dann wieder in viele verschiedene andere Richtungen. Ich versiegel es in der Regel nicht. Wenn versiegeln,
Oh, dann müsst ihr da jetzt keinen speziellen... Oh, jetzt kann ich das nicht mehr, weil sonst fällt mir wieder alles zusammen. Ihr könnt jetzt auch mit einem matten Haarlack... Haarspray, eben nicht Haarlack. Matter Haarlack gibt es nicht. Habe ich mir sagen lassen. Das glänzt immer. Kann man es einfach mit einem matten Haarspray nochmal übersprühen. So, dann ist das nämlich jetzt auch schon ganz nett. Und weil ich es jetzt gerade nochmal so angesehen habe, habe ich mir gedacht, bei solchen Brunnen, da ist doch auch immer wieder gerne so ein bisschen Wildwuchs dran. Da nehme ich mir jetzt hier meinen Weißleim. Ich weiß, der Weißleim, der Böse. Das wird mich, da werde ich jetzt immer wieder mal wahrscheinlich einen bösen Kommentar ernten. Dann nehmen wir jetzt hier so auf der Seite auch ein bisschen, fast ein bisschen zu viel Weißleim. So, so, so. Und dann kommt das hier unten noch in die Stufe rein. Dann machen wir es genau das gleiche wie beim Trafohäuschen. Ich nehme mir wieder meine Mehrclean-Anleitung. Schrauben wir gleich ganz ab. Brauchen wir ja keinen Shaker. Shake, shake, shake. Brumm, 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 brumm. Mich reizt es ja wirklich, das tatsächlich da mal einmal einzutunken, zu schauen, ob das funktioniert. Wie es dann wieder rauskommt. Ihr seht ja, viel zu viel geht da daneben, deswegen immer ein paar Blatt Papier drunter. Ja, das ist doch wunderbar. Da haben wir ganz kleine, ja, die Schärfe stellt sich halt nicht so gut ein, ganz kleine grüne Ranken an dem Brunnen dran. So, da kommt das wieder rein. Ah, ja, RTS hat mir ja auch geschrieben, ich muss mir noch Farben aussuchen. Dann kommt umso schneller wieder das Neue. So, das ist jetzt, was ihr nicht seht, der Aufsatz geht im Hintergrund, den mache ich gerade weg. Und jetzt, nachdem hier eh schon alles versaut ist, schüttle ich mir jetzt einfach mal den Kies weg und jetzt seht ihr, juhu, da haben wir jetzt einen wunderschönen gekiesten Weg. Und jetzt können wir nämlich den Rest auch noch schnell begrasen. Es wird noch ein bisschen feucht sein. Also es werden 2-3 Grashalme ihren Weg durch die Steinchen finden und in der Farbe hängen bleiben. Ah, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch in echt so. Das ist auch so, das ist der falsche Leim. Dass das Gras sich einen Weg bahnt. Machen wir hier auch gleich rein. Dann haben wir da einen schöneren Abschluss. Dann kommt hier noch was rein. Dann haben wir wieder meinen Pinsel leicht mit Wasser, dass man das schön verteilen kann und ein bisschen mehr Zeit hat. Das war fast zu viel Wasser. Je mehr Wasser, desto länger die Trocknungszeit, aber das spielt ja da jetzt hier nicht so viel, nicht so eine große Rolle. Dadurch, dass das Wasser jetzt hier auch so brackig ist bei mir, gibt das natürlich auch eine schöne Farbe. Aber es ist ja schon grundiert. Deswegen ist das nicht so wichtig. So. Da kommt der Brunnen hin. Ich gehe da mal ein bisschen rüber, weil Gras kann ich in einem Notfall immer noch wegmachen. Aber Gras im Nachgang dann nochmal drauf, das ist mir dann zu doof. So. Dann kommt hier auch noch Leim, 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 Leim. Und da fehlt mir noch ein Eckchen. Da, da, da. So, ich habe gesehen, da ist wieder ein Kommentar gekommen, den werde ich gleich lesen. Achso, ne, den Zahnstocher brauche ich nicht ins Wasser schmeißen. Einmal wieder Rittes. Ich habe doch gerade das Kabel aufgerollt. Habe ich das zur linken oder zur rechten Seite weggelegt? Wer hat aufgepasst? Ah, da ist es.
Weißleim ist nicht böse, aber es gibt halt verschiedene Anwendungen, auch unterschiedliche Klebstoffe. Mit Kunststoffdispersionskleber sollte man auch kein Holz kleben. Ja, natürlich. Es gibt für ganz klassisches Beispiel. Es gibt für jede Geschichte den richtigen Klebstoff. Auch für Preiswapperl auf unterschiedlichen Oberflächen. Das heißt noch lange nicht, dass man den auch wirklich benutzt, beziehungsweise dass man auch nicht andere Sachen benutzen kann. Bei mir funktioniert es halt. Also, ja. Ich will da jetzt niemanden davon überzeugen, möchte aber auch darum bitten, nicht selbst gegeißelt zu werden, bloß weil ich es anders mache. Aber für mich funktioniert es halt, ja. Genug über Weißleim gesprochen. Ich habe wieder begrast. Ihr habt gesehen hier, huiuiui, es ist schon wieder ein bisschen zu viel. Ich habe ein bisschen länger begrast, als es hätte sein müssen. Ich habe da hinten das Eck vergessen. Ach, ich Schussel. Uiuiui. Was jetzt tatsächlich der Fall ist, durch die elektrostatische Aufladung haben die Kopfhörer ein bisschen geknackst. Oder knacksen immer noch. So, jetzt machen wir da hinten noch schnell dieses kleine Stückchen, wo ich gesagt habe, da muss noch ein bisschen. Es sind ja nur wirklich wenige Millimeter, wo da das Gras hin muss. Dann machen wir gleich weiter. Also ihr müsst diesen Knopf ja auch nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Das mache ich irgendwie nur so aus Reflex, weil das ja bei der elektrischen Fliegenklatsche, die man selber gebaut hat, was man natürlich nicht tut, weil das ja nicht gerade ungefährlich ist oder ungefährlich sein kann. Darf ich ja nicht. Da war es ja so, dass man dann immer konstant draufdrücken musste oder muss. Deswegen bin ich das noch tatsächlich so gewohnt. Ach Mist, jetzt habe ich ja schon wieder kein Papier untergelegt. Ach, ob das noch was wird mit mir. Machen wir mal hier. So. So. Aber dann haben wir auf alle Fälle schon begrast. Die Ecke schiebe ich wieder hoch. Flop, flop, flop. Und dann sieht das da unten nämlich schon mal ganz gut aus. Wie ist das mit dem Entladen? Du meinst, ich ehrlich gesagt, ich habe den noch nie entladen. Ich lege den dann einfach zur Seite. Fertig aus. Aber ich bin da jetzt auch, ich möchte da keine weiteren Sachen, weil am Ende werde ich noch verklagt. So wie es in der Anleitung steht. Damit habe ich mich nämlich nicht beschäftigt. Also, wir haben begrast. Wir haben jetzt hier unser Testgleis. Dann haben wir jetzt hier auch schon, das müsste einigermaßen trocken sein. Es sieht noch ein bisschen wüst aus. Das wird aber dann auch noch ohne Probleme. So, jetzt zeige ich euch das mal. Sieht jetzt im ersten Moment tatsächlich noch nicht so spektakulär aus. Aber jetzt kommt das Trafohaus da drauf. Plupp. Ist auch nett, dass wir hier die schöne Geschichte mit dem Begrünten habe ich auf der Rückseite gemacht. Aber dafür kann ja der Brunnen hier hin. So. Der Brunnen, der so dicht an der Betonwand steht. Jetzt ist die spannende Geschichte. Ich habe noch nie so einen Model Wash benutzt. Ich habe schon mal gesehen, wie das funktioniert, weil ich. Ups, ja, Vorsicht. Bilde mir ein, dass jetzt für sowas hier. Das ist eigentlich ganz cool, weil jetzt bricht. Muss ich ganz kurz erwähnen. Das sieht man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Dadurch, dass die lackierte Geschichte, die hat ja so eine leichte Oberflächenstruktur. Und das bricht jetzt gerade ein bisschen auf durch die Farbe. Und das gibt so richtig schön eine Betonstruktur. Da ist jetzt die Geschichte, mache ich das mit Pigmenten, also natürlich nicht mit braunen, wobei braune Pigmente auch ganz nett sind. Oder versuche ich mich mal an den Model Wash. Aber Model Wash habe ich noch nie probiert. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Haben wir hier, ach, das ist das Kohlen. Ja. Her. Kohlengeschichten, wie spät ist es denn? Oh, es ist ja schon 19 Uhr. Ja, kein Wunder, dass ich so einen Hunger habe. Dann glaube ich, habe ich auch schon wieder genug gelangweilt für heute. Jetzt probiere ich das nur noch mal kurz hier hinten, weil da sieht man es nicht so. Mit den
mit dem glänzenden Kohlengedöns aus. Wie das aussieht. Ja, also glänzend sollte es nicht sein. Wieso sifft denn dieses Pigment so extrem? Aber ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich kann. Und das sind meine Pigmente. Uiuiuiui. Ja, und aufräumen muss ich jetzt sowieso. Deswegen würde ich jetzt mal spontan behaupten, ja, Washes wären sehr interessant, aber ich kann damit nicht umgehen. Also ich habe es noch nie gemacht. Ich würde es jetzt tatsächlich hier nicht probieren wollen. Das ist vielleicht was, was wir nächste Woche einfach mal ausprobieren. Ich bin jetzt eh durch, würde ich jetzt behaupten. Jetzt bin ich ein Stückchen weitergekommen, nicht so weit, wie ich gedacht hätte. Aber, ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt für diese Woche. 2 Stunden die Woche, Daniel, sollten reichen. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr die Sachen, die ich jetzt heute gezeigt habe, im Shop seht und kauft natürlich, also wenn ihr bei mir vorbeischaut. Nach wie vor freue ich mich natürlich auch, uiuiui, sieht das hier furchtbar aus. Sieht man jetzt auch, wie das hier glänzt. Wenn ihr euch bei uns oder bei mir oder bei Doro und uns, Marlene ist ja jetzt auch da, also wir sind wirklich uns, informiert und die Sachen dann auch bei uns kauft. Also das ist natürlich wunderbar. Und jetzt kann ich auch mal hier, so, fällt mir gerade so auf. So, jetzt bin ich auch wieder groß. Wenn ihr dann auch zu uns kommt. Und natürlich auch freue ich mich, wenn ihr Interesse habt an dem neuen Katalog. Den kriegt es eben einzeln zu kaufen oder ihr kriegt den sowieso bei jeder Bestellung dazu. Da sind ganz viele Sachen drin, natürlich nicht alles, was wir im Sortiment haben, weil das ist, es wächst ja ständig. Diese Woche kommen auch noch nette Sachen dazu. Was kommt denn Neues? Ein bisschen Werkzeug ist heute gekommen, das ist noch nicht eingelistet. Gestern sind auch, ich glaube, 2000 neue Ersatzteile. Also es waren über 1800, also inzwischen, sagen wir mal 1800, aber so wie weiß ich sicher, neue Ersatzteile für Fleischmann. Aus Neu- und Gebrauchtware. Heute ist auch wieder recht viel für Minitricks dazugekommen. Also Ersatzteile, Zubehör sowieso. Und jetzt ist auch wieder gut. Der Daniel hat genug gelabert. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Und nicht vergessen, am 24. Ich glaube, es war der 24. Doro Live Yiharama, das große Finale. Ist ein Sonntag, 15 Uhr. Es gibt also keine Ausreden. Macht's gut, euer Daniel von Spurenteile.